Moin Moin in Richtung YouTube. Weiter geht's mit der Tutorial-Serie. Also wir hatten uns das letzte Mal ja vorgenommen, ich zeig's nochmal, als nächstes das Thema Moonlandung anzugehen. Also unsere nächste große Karrieremission ist Lande auf dem Moon. Und wir haben viele kleinere Zusatzmissionen noch angenommen, die uns da ein bisschen helfen werden. Also Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um den Moon, eine Flagge auf dem Moon aufstellen, beobachtete Untersuchungen beim Moon und einen Moonstein mitbringen. Mal gucken, ob wir einen finden können, den wir mitnehmen können. Und wir haben noch einiges an anderen Dingen. Führe temperaturmäßige Untersuchungen vom Moon durch. Das könnten wir jetzt auch noch nehmen. Den hatten wir noch gar nicht das letzte Mal. Ich überlege gerade, ob wir das wirklich noch machen. Aber im Prinzip erklärt es ein paar schöne Sachen, die recht hilfreich sind. Ich nehme den mal noch mit und dann gucken wir mal, ob wir das alles hinbekommen. Das wird jetzt eine große, große Bank, eine umfangreiche Mission. Und damit wir die sauber machen können, werden wir jetzt noch ein paar Bauteile uns wahrscheinlich kaufen müssen oder freischalten müssen über die Forschung. Und es gibt so ein paar Basics. Ich habe jetzt relativ viel Möglichkeiten frei, dadurch, dass ich 466 Forschungspunkte habe. Wenn ihr nicht ganz so viele habt, ein paar Basics, die ich sehr, sehr gerne mitnehme, gehen in die Richtung Strom. Das ist hier einmal in Richtung Stromerzeugung mit dem Photovoltaikmodul. Das hilft ziemlich gut und eine Batterie ist auch noch mit dabei. Also das auf jeden Fall mitnehmen. Und was ich persönlich mag, sind so kleine Docking-Ports. Werden wir jetzt aber noch sein lassen beim ersten Mal zum Mond fliegen, weil wir Docking noch nicht näher behandelt haben. Das machen wir später. Andy, hello! Thanks for looking by and hope you're having a great day today. How are you doing? Und den Shoutout mache ich mal selber, weil ich sehe noch keine Mods. Wenn ihr mal einen ebenfalls ganz hervorragenden KSP-Streamer sehen wollt. Der liebe Andy macht das Ganze auf Englisch und spielt aber auch andere Dinge wie Stationeers oder andere kleine Bastelgames. Ich glaube, did I saw you playing Satisfactory? I saw you playing Satisfactory, right? Andy's doing Kerbal Space Program, Andy's doing Stationeers quite a lot. And feel free to mention what you're currently playing, Andy. Give him a visit, give him a follow. Very cool dude doing English streams. Okay, wir gehen mal zurück in Richtung unseres Tutorials. Also, was wir noch haben, sind natürlich verschiedene andere Bauteile. Aber was ich noch sehr empfehlen kann, ist in den Treibstoffsystemen diese externen Treibstoffleitungen. Damit kann man noch relativ nett an den Tanks den Fluss des Treibstoffs steuern. Neu dazugekommen in der 1.9 ist das Ablassventil. Damit könnt ihr Treibstoff ablassen. Also von daher, das kann auch mal Sinn machen, wenn man Gewicht sparen will. Üblicherweise ist das jetzt nicht das Hauptbauteil, was wir brauchen. Aber dieses Fuel Duct ist auf jeden Fall relativ hilfreich. Andy, I'm doing a pure vanilla tutorial stream, so it's recording for YouTube also. So it's totally unmodded, it's the stock tech tree in this case, so no changes. Also Andy einmal erklärt, dass wir hier ohne Mods arbeiten, sondern wirklich nur Basics, so wie es von KSP gedacht ist, die Bauteile auch verwenden. Okay, also den kaufe ich noch dazu. Und der gibt uns natürlich auch ein paar größere Treibstofftanks. Wir haben jetzt noch diverse verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. In den Konstruktionssachen sind noch die ersten Robotik-Parts mit drin. Da kommen jetzt auch die ersten Fairings mit rein. Das kann relativ interessant sein, um eure Mondlandefähre oder eure Moonlandefähre vor atmosphärischen Einflüssen zu schützen. Ich nehme die jetzt mal mit, hauptsächlich wegen den Fairings. Ihr habt hier oben noch neue oder andere Antriebsmöglichkeiten. Da ist vor allem das Pudel mit dabei. Das Pudeltriebwerk ist ein sehr großes, aber auch sehr effizientes Upper Stage Triebwerk. Kann zum Beispiel eine Idee sein für eine Raumfähre Richtung Moon. Ihr kriegt größere Booster hier oben noch, zwei verschiedene.
Und wenn wir dann hier noch weiter gucken, bei der Aerodynamik sind noch ein bisschen Leitwerke und sowas mit dabei. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich es überhaupt ausgebe, meine Forschungspunkte, oder ob wir mit dem arbeiten, was wir haben. Ich würde mal mit Absicht die Punkte nicht ausgeben, um so ein bisschen zu unterstellen, dass ihr vielleicht ein paar Forschungspunkte weniger gesammelt habt. Wenn ihr euch zusätzliche Teile kauft, machen die es euch nur leichter. Ich würde es jetzt erstmal weglassen. Was man hier schon sehen kann, um noch weiter zu gehen, müssen wir später jetzt die Forschungseinrichtung upgraden auf das nächste Level. Und da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, das ist nicht ganz preiswert. Das kostet euch ungefähr eine halbe Million. So, wir bauen uns jetzt ein Raumschiff, um zum Moon zu kommen. Und was ich empfehle, ist anzufangen tatsächlich mit dem Moon Lander, damit ihr beziehungsweise im ersten Schwung euch ein Raumschiff zu bauen, was all das gleichzeitig tun kann. Also was für euch der Moon Lander ist, was für euch das Raumschiff ist, mit dem ihr hinfliegt. Denn die Möglichkeiten, wie eine Apollo-Raumfähre hinzufliegen, sind relativ komplex, was Docking angeht. Das heißt, wenn ihr das erste Mal fliegt, baut lieber erstmal was sehr Simples mit auch nur einem Kerbel. Damit tut ihr euch einen großen Gefallen, weil ihr dann nicht tausend Sachen gleichzeitig lernen müsst. Deshalb bauen wir jetzt wirklich mal einen sehr einfachen Moonlander, der uns gleichzeitig zurückbringen wird nachher. Und uns also hinbringt, landet, zurück in die Umlaufbahn vom Moon und wieder zurück nach Kerbin bringt. Das alles in einem Abwasch mit nur einem Kerbel für die allererste Moonlandung, damit ihr erstmal die Prinzipien dahinter lernen könnt. So, was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist ein Fallschirm. Wenn wir zurückkommen, wollen wir einen Fallschirm haben und wir wollen auf jeden Fall ein Hitzeschild haben. Hier reicht euch im Normalfall ungefähr die Hälfte vom Ablator. Ihr könnt aber sicher gehen, indem ihr ihn einfach voll lasst. Danach kommt ein Decoupler, wie gehabt, mit dem wir uns von der ganzen Geschichte abtrennen können. Und was ich jetzt mitnehme für eine ordentliche Wissenschaftsausbeute, ist auf jeden Fall der Science Junior. Den wollen wir anwenden, wenn wir gelandet sind. Und unter den baue ich meinen ersten Treibstofftank und werde euch jetzt einen Lander zeigen, der relativ simpel funktioniert und gleichzeitig relativ simpel zu fliegen ist. Und das heißt, dass ihr unter diesen FTL 400 das Terrier-Triebwerk baut. So. Jetzt kann man sich ein bisschen streiten, wie viel Treibstoff man nachher tatsächlich mitnimmt. Im Zweifelsfall ist es am Anfang erstmal besser, wenn ihr mehr Treibstoff mit dabei habt, statt zu wenig. Das Einzige, worauf ihr aufpassen müsst, ist, dass ihr sicherstellt, dass euer Raumschiff noch starten und vorher auch landen kann, und zwar in kontrollierter Art und Weise. Damit ihr das sicherstellen könnt, klappt ihr hier einmal die Delta-V-Anzeige auf und könnt auf Moon umstellen. Zack. Und dann sehen wir hier nämlich erstmal auch, wie viel Delta V die Rakete jetzt tatsächlich hat und was für ein Schubgewichtsverhältnis oder auch Thrust-Weight-Ratio, wenn man die eigentliche Bezeichnung nimmt. Die sollte halt über 1 sein. Wir hatten da beim Starten drüber gesprochen. Das gilt natürlich auch fürs Landen. Wenn die unter 1 ist, werdet ihr immer schneller, während ihr auf den Moon zufliegt. Und das ist relativ ungesund. Ihr wollt ja mit ungefähr 0 Geschwindigkeit landen. Vielleicht ein ganz kleines Mühe, 1, 2 Meter pro Sekunde, was eure Landebeine fangen können. So, und wenn ihr jetzt auf die Delta-V-Map guckt, also Ausrufezeichen DV-Map, beziehungsweise auf YouTube findet ihr den Link in der Videobeschreibung, dann werdet ihr sehen, dass wir für die Reise zum Moon selber ungefähr 900 Meter pro Sekunde einplanen müssen. So, jetzt muss ich selber auf die Delta-V-Map gucken. Ich habe die hier zum Glück vorbereitet liegen. Haha, ich kann es auch nicht auswendig, wenn euch das irgendwie beruhigt. Dann haben wir nochmal, also 860, ich mache mal Runde 900, das lässt sich einfach merken, und ihr habt nochmal 40 Delta-V-Reserve. Dann brauchen wir ungefähr 310, also 300, um uns in den Orbit einzubremsen. Und dann brauchen wir nochmal so 600. Auf der Delta-V-Map steht 580, aber 600 gleicht die 10, die wir vorher geklaut haben, wieder aus. Das heißt, wenn ich das jetzt mal alles zusammenrechne, brauche ich hinfliegen 900,
Dann für den Orbit 300, dann sind wir bei 1200 Delta V. 600 für die Landung sind 1800 Delta V. Wenn wir 600 für die Landung brauchen, brauchen wir logischerweise auch wieder 600 für den Start, weil das gleiche, was wir abbremsen, müssen wir auch wieder benutzen, um in den Orbit zu kommen. Das heißt, wir sind jetzt bei 2400, wenn ich mich vor lauter Quatschen nicht verrechnet habe. Und dann müssen wir noch zurück. Man kann das mit ein paar hundert Delta V machen. Ich würde empfehlen, dass ihr da auf jeden Fall guckt, dass ihr mindestens nochmal 400, 500 einplant. Also reden wir über so 3100, 3200. Ein bisschen Puffer schadet nicht Delta V. So, wie kriegen wir die jetzt dahin? Die kriegen wir so hin, dass wir an die ganze Geschichte seitliche Decoupler bauen. Um es einfach und im Gleichgewicht zu halten, würde ich euch empfehlen, mit einer Viererverteilung, ich drücke jetzt X, um das zu verteilen, zu arbeiten. Und zwar so, dass hier oben, wo die Ausstiegsluke ist, ihr wollt ja nachher auf dem Moon auch aussteigen können, ein bisschen Platz ist, damit ihr da noch rauskommt. Das heißt, das ist unsere Viererverteilung. Und dann nehmen wir nämlich einfach vier weitere FLT, nicht FTL, FLT 400er und bauen die hier seitlich an. So. So habt ihr vier Fuel Tanks und jetzt können wir Folgendes tun. Wir können jetzt dafür sorgen, dass wir entweder über diese Fuel Pipes arbeiten. Ich zeige euch zwei Wege, das zu tun. Also über die Fuel Pipes, wenn wir die ganz wichtig von außen nach innen ziehen. Wenn ihr bei einer Fuel Pipe mal guckt, wartet mal, ich werde euch das mal ein bisschen besser zeigen. Wenn man bei einer Fuel Pipe guckt, hat die immer. Ups, habt ihr die Pfeile darauf gesehen? Auch wenn er jetzt gerade nicht eingerastet ist. Zack. Ihr habt immer ein von nach. Das heißt, das Fuel wird von hier dort reingedrained. So könnt ihr sehr einfach sicherstellen, dass entsprechend diese Tanks zuerst genommen werden. Eine andere Möglichkeit, das Gleiche zu tun, ist hier die Überkreuzleitung zu aktivieren. Das heißt, Sprit wird jetzt auch durch die Decoupler durchgeleitet von diesen äußeren Tanks hier rein und dann über die Treibstofflieferungseinblendung sicherzustellen, dass die Priorität der außenliegenden Fueltanks höher ist als der innenliegenden Fueltanks. Okay. Das heißt, die werden dann zuerst gezogen. Da das immer so ein bisschen tricky ist und man mit den Zahlen auch mal durcheinander kommen kann, ist meine persönliche Empfehlung, weil ich ein sehr einfacher Mann bin und das nicht immer berechnen möchte, die Fuel Pipes zu benutzen. Wenn ihr aber Teile sparen müsst, könnt ihr auch ohne die Fuel Pipes arbeiten. Ich persönlich, und das ist wirklich nur eine persönliche Vorliebe, bin ein großer Freund der Fuel Pipes und benutze sie deshalb sehr gerne in solchen Setups. Das kommt vielleicht auch in Teilen daher, weil in früheren Versionen von Kerbal Space Program dieses Crossfeed Fuel Priority Ding noch nicht so möglich war. Da hat man noch komplett mit den Fuel Pipes arbeiten müssen. Deshalb ist das vielleicht auch einfach eine schlechte Angewohnheit. Gehen tut beides letzten Endes. Es hat auch mehr oder weniger den gleichen Effekt. Zack. So, das heißt, wir haben jetzt hier Fuel Pipes zwischen den äußeren Tanks und den inneren Tanks. Und jetzt können wir nämlich Folgendes tun. Hier nochmal kurz checken, wie sieht es denn eigentlich aus mit unserer Thrust-to-Weight-Ratio. Jetzt müssen wir nur gucken, oder dem Schub-Gewicht-Verhältnis, dass wir das abtrennen nach oben packen. Und wir sehen, mit vollen Tanks sind wir immer noch bei 2,72, also deutlich über 1. Und damit können wir jetzt relativ gut arbeiten. So. Mettmund fragt gerade, wäre eine Spargelanordnung nicht effektiver? Also, was meint ihr damit? Er meint ein Asparagus-Staging, das übersetzt sich zu Spargel. Ich finde das Wording ziemlich ungünstig, aber er hat recht, also es ist das richtige Wording. Was man damit macht, ist quasi die Priorität der Einzeltanks unterschiedlich setzen in unterschiedlichen Höhen, sodass ein Tank nach dem anderen gedrained wird. Ich persönlich empfehle dann, wenn man es macht, aber immer die beiden gegenüberliegenden Tanks gleichzeitig zu drainen. Damit das Raumschiff nicht in Ungleichgewicht kommt. Das ist effektiver tatsächlich, weil ihr dann schneller Gewicht shedden könnt in Form dieser Tanks. Weil ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr würdet landen, dann zieht es jetzt diese beiden Tanks zuerst leer, die hier werden noch gar nicht benutzt. Und sobald die leer sind und ihr auf diese Tanks rübergeht, könnt ihr die Tanks schon mal wegsprengen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Erstens ist das ein bisschen komplexer zu bauen. Das möchte ich jetzt noch nicht mit euch machen, aber es ist gut, dass wir mal drüber sprechen, dass ihr wisst, dass es gibt. Zweitens,
werde ich diese Außengondeln nutzen, um einen breiteren Stand zu bekommen. Das heißt, ich will mit allen vier Gondeln, also alle vier Gondeln sollen, wenn ich lande nachher auf dem Moon, immer noch am Raumfahrzeug sein. Deshalb ist hier in dem Design ein Asparagus Staging nicht die schlauste Sache, weil euch dann potenziell Landebeine fehlen. Okay, ich fahre jetzt also mit allen gleichmäßig, ich ziehe alle Tanks gleichmäßig leer und werde dann dadurch mein Gewicht nach und nach reduzieren. So, das jetzt, was ich tue, ist eine Designsache. Das könnt ihr so machen, das müsst ihr aber nicht so machen. Ihr könnt hier oben auch einfach nichts drauf bauen. Ihr könnt hier oben auch so einen ollen, ne, der Deckel ist ein bisschen groß, drauf bauen. Also, oder hier so ein, ne, der ist auch ein bisschen groß. Tatsächlich ist das, glaube ich, der passendste Adapter, den ich gerade habe. Ihr könnt aber auch, ich glaube, die Spitze geht auch noch. Ne, die ist auch zu groß. Ah, hier ist die richtige, glaube ich. Genau, ihr könnt diese Spitzen nehmen, wenn euch das glücklich macht. Ihr könnt, wie gesagt, diese Spitzen nehmen. Ihr könnt auch einfach gar keine Spitze nehmen, weil Ziel ist es, dieses Raumschiff erst an die Atmosphäre rauszulassen, wenn wir wirklich, oder an rauszulassen aus dem Fairing, wenn wir aus der Atmosphäre raus sind. So. Das heißt, ich zeige euch jetzt tatsächlich mal das, was ich normalerweise, also ich würde normalerweise so designen, dass ich hier so diese Nupsis drauf packe, weil ich das ganz nett finde, optisch gesehen, muss aber nicht sein. Was wir dann dadurch machen können, ist natürlich Teile sparen und die Teile können wir einsetzen, indem wir zum Beispiel uns Batterien hier drauf bauen und damit Strom speichern. Wir können das auch nutzen, um hier Solarpaneele drauf zu bauen. Wir können das auch einfach leer lassen. Wie gesagt, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da und es schadet nicht, den Platz zu nutzen, wenn ihr was mitnehmen wollt dafür. Ich packe jetzt einfach mal gar nichts drauf, um die Teile zu sparen und das ein bisschen einfacher zu machen. Bei den Landebeinen habt ihr mittlerweile ein bisschen Auswahl. Ich nehme jetzt die LT1er mal rein. Die LT1er funktionieren folgendermaßen, ihr seht sie hier schon ausgeklappt. Zack. Und ihr könnt die einfahren, dann sieht das Ganze so aus. Der einzige Test, den ihr auf jeden Fall machen solltet, mal, wenn ihr noch in der Fabrik seid, ist hier mal unten den Bodenkontakt herzustellen. Ihr seht das, wenn die Beine so verschwinden. Zack. Und dann zu gucken, ist das Triebwerk noch frei vom Boden. Hier haben wir ganz gut Platz, also da kann auch ein halber Körbel unten drunter durchlaufen. Das ist in Ordnung. Das hilft, dass ihr nachher mit dem Triebwerk nicht aufschlagt. Was ich jetzt mache auf den Tanks noch, damit die nicht rumschlackern, ich mache die Autostrebe zum schwersten Teil an, also die Autostrutting, das Verstärken der Verbindung. Und was wir noch machen sollten, Rechtsklick auf die auf eins der Beine, die sind in der Gruppe angeordnet, deshalb funktioniert das für alle gleichzeitig. Federung, Dämpfung aufmachen und auf Maximum stellen, damit die Beine möglichst hart sind. Hat den Hintergrund, wir wollen nicht, dass die Landefähre besonders weit einfedert, sondern wir wollen eine relativ sanfte Landung machen und wollen dann aber auch stehen bleiben. So. Und was ihr jetzt schon seht, ist, dass wir hier relativ viel Delta V jetzt haben. Also wir haben 5108 Delta V. Das ist weit, weit über dem, was wir brauchen. Das ist völlig in Ordnung. Das hilft uns auch jetzt sehr, 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 ich sag mal, entspannt die Mission fliegen zu können. Und ihr habt jetzt ein sehr einfaches Design. Ein bisschen dieser Delta V werden wir jetzt noch opfern. Wofür opfern wir die? Die opfern wir natürlich für Wissenschaftsexperimente. Wir werden das erste Mal sehr tief über den Moon fliegen. Ja, waren wir schon sehr tief? Ich glaube, wir waren sogar schon sehr tief. Und wir werden auf jeden Fall das erste Mal landen, um die Experimente dort zu nehmen. Das heißt, dafür sollten wir auf jeden Fall vorbereitet sein. Und was wir deshalb mitnehmen, sind auf jeden Fall zwei Mystery Goose, für den Fall, dass wir dazu kommen, beide zu nutzen. Und die packe ich hier mit ran. Warum packe ich die hier mit ran? Weil ich vielleicht, nachdem ich vom Moon gestartet bin, noch irgendwas davon nutzen möchte. Und was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist ein Thermometer. Da reicht uns aber eins. Das können wir hier mit drunter packen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein Barometer. Da reicht uns auch wieder eins, weil wir das resetten können. Und damit haben wir dann erstmal das an Wissenschaftsinstrumenten mit dabei,
was wir so brauchen. So, was jetzt noch sehr hilfreich ist, damit man auf der langen Reise ein bisschen besser klarkommt, wir können den Fallschirm nochmal abnehmen und packen uns eine kleine runde Batterie hier drunter. Wenn ihr lieber seitlich anbaut, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit diesem Z100 Akku hier seitlich zu arbeiten. Das ist euch letzten Endes überlassen, wie ihr damit umgehen möchtet. Ich packe es jetzt oben an die Kapsel ran. Geschmackssache. Damit könnt ihr schon mal dafür sorgen, dass ihr ein bisschen mehr Strom habt. Zusätzlich nehmen wir zwei Photovoltaikmodule mit und ich nehme die jetzt muss ich mit Shift X nochmal auf 2 zurückgehen, weil immer wenn ihr über so 4er kommt, stellt er sich ja automatisch auf 4er wieder um. Also falls ihr euch fragt, wo das herkommt, das ist immer, wenn ihr über eine Mehrfachverteilung drüber geht, passt er sich an. Shift X könnt ihr das Ganze wieder zurückschrauben. So, und dann haben wir hier zwei Solarpaneele, die da schon mal dran sind. So, im Chat kamen zwei Fragen. Und zwar die erste Frage ist, bringt denn dieses Verstreben was? Ja, das Verstreben bringt was. Das ist nicht ganz so stark wie die echten Struts, aber es festigt die Tanks doch ziemlich. Und bei solchen Szenarien, wo ihr wirklich eine gesamte Rakete zwischen den Tanks haltet, das würde auch so halten, aber es schlackert ein bisschen. Und so ist es in sich stabiler und ihr habt nicht irgendwelche komischen Effekte, wenn ihr damit in der Gegend rumfliegt. Die zweite Frage ist, ob ich mal zeigen kann, wie man funktionierende Flugzeuge baut. Das habe ich schon gesagt am Anfang dieses Streams. Wir werden die Moonlandung jetzt machen. Die wird heute nicht die 4 Stunden füllen. Und danach habe ich ganz explizit vor allen Dingen mal diese Aufträge mit euch zu machen, die ich sonst in den Tutorials nicht so stark beleuchte, weil ich selber nicht so der Superflugzeugbauer bin. Aber ich glaube, für diese Beobachtungsdinger reicht es gerade noch. Und da bauen wir gemeinsam ein Flugzeug, was hoffentlich auch fähig ist, diese Aufträge zu erledigen. Das werden wir dann sehen. Vielleicht brauchen wir auch 2 oder 3 Anläufe. Dann seht ihr auch mal, dass auch ich nicht alles kann. Ich bin eher so der Raketentyp. Flugzeuge sind meine große Schwachstelle. So, also jetzt haben wir einen sehr einfachen Moonlander. Es gibt verschiedene Dinge, über die man sich streiten kann, ob man sie braucht. Man kann sich Lampen mitnehmen, um zu sehen, wo man runterkommt. Das hilft vor allen Dingen, wenn man im Dunkeln landet. Ich empfehle euch, eure erste Moonlandung nicht im Dunkeln zu machen. Fangt auf der Tageslichtseite an. Also sucht euch, ihr seid ja dann im Orbit vom Moon, das werden wir noch sehen, wenn wir nachher landen, entweder im Polarorbit oder im normalen Orbit. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr landet und nehmt nicht eine dunkle Ecke. Okay, aber wenn ihr eine dunkle Ecke mal ausprobieren wollt, weil der Auftrag sagt, ihr müsst unbedingt in der dunklen Ecke landen, dann gibt es hier Scheinwerfer. Ich empfehle die MK1, die MK2 könnt ihr komplett vergessen. Die sind so Energiesparlampe-Niveau. Das sind richtige Scheinwerfer, die helfen euch, eure Landezone zu beleuchten und zu sehen, wann und wo ihr runterkommt. Wir können mal, um es mal gemacht zu haben, noch eine Antenne mitnehmen. Bei der Entfernung brauchen wir diese Hochleistungsantenne, die HG5. Die klappe ich jetzt hier hinten ran. Die funktioniert folgendermaßen. Die ist erstmal so eingeklappt hier hinten angebaut. Und wenn wir später fliegen, können wir die ausfahren und haben dann 5 Millionen Meter Reichweite, um irgendwo hinzufunken. Fahrt die nicht in der Atmosphäre aus, dann hattet ihr mal eine Antenne. So. Und eine Sache, die auch gerne diskutiert wird, ich habe jetzt noch nichts, sind so Leitern. Ich persönlich finde, es ist immer eine gute Möglichkeit, mal zu lernen, wie das Jetpack funktioniert. Das funktioniert auf dem Moon gut, das funktioniert auf Minmus gut, das funktioniert noch eingeschränkt auf Duna und anderen kleineren Himmelskörpern. Wenn ihr mal nach Eve fliegen solltet, nehmt eine Leiter mit. Eure Eve-Mission wird scheitern, wenn ihr versucht, mit dem Jetpack wieder hoch zur Kapsel zu fliegen. Das funktioniert nicht, da ist zu viel Schwerkraft. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist unser Moonlander in sehr einfach. Ich lasse die Lampen jetzt der Form halber mal dran. Wir haben eine Antenne dran, wir haben Stromerzeugung dran, wir haben Stromspeicherung dran, wir haben ganz viele Experimente und wir haben unglaublich viele Delta-V. Wir sind zwar mittlerweile knapp unter den 5000, aber wir hatten gesagt, etwas mehr als 3000 wären gut. Wir haben Reserven. So, jetzt heißt es das Ganze einpacken. Und das Ganze einpacken heißt in unserem Falle auf jeden Fall erstmal einen Entkoppler zu wählen. Und ich hätte gesagt, wir nehmen direkt mal den 1.8er. Warum wir den 1.8er nehmen, ist, wir müssen relativ stark in die Breite gehen. Und ich hoffe, dass das überhaupt mit dem 1.8er reicht. Wird schon knapp, ne? Das wird schon knapp. Seht ihr, und da haben wir unsere Probleme. Dann können wir hier gar nicht mit einem Fairing arbeiten, so wie ich das gebaut habe.
ärgerlich. Das heißt, jetzt kommen wir zurück zu der Aussage, die ich ursprünglich gemacht habe. Aerodynamik und die bitte mal 4. Jetzt wird es nämlich relevant, die Hütchen da drauf zu setzen, weil unsere Rakete sonst ziemlich ins Schlackern kommt. So. That's it. Wir nehmen also kein Fairing mit drauf. Wir bräuchten 2,5er Fairing. Mein kleines 1,8er Fairing reicht dafür nicht. Schade, wäre schön gewesen. Gut, dann bauen wir es ohne und gucken mal, wie gut es funktioniert. Ich nehme mir einen 1,2er Entkoppler. Ich bleibe jetzt dann tatsächlich mal auf dem 1,25er, weil dann sind wir relativ DLC-frei im Moment. Das heißt, das sollte auch für Konsolenbenutzer funktionieren. Oder die Helligkeit im Game hochgehen, drehen geht natürlich auch. Genau. So, ich mache hier nochmal eine kleine Upper Stage drauf. Die wird jetzt nicht besonders viel Bums haben, aber sie wird für den Flug in den Orbit hoch ein Stückchen ihren Beitrag leisten. Wie ihr seht, 426 Meter pro Sekunde, das ist nicht besonders viel und 0,36 ist auch nicht so besonders viel. Da lasst uns doch vielleicht lieber ein etwas stärkeres Triebwerk nehmen. Das hat dann nicht ganz so viele Delta-V zur Verfügung, aber mit 1,22 immerhin eine positive Thrust-Weight. Und dann machen wir den Tank noch ein bisschen größer, weil wir es können. So, dann haben wir hier unsere Upper Stage. Und jetzt kommt natürlich zu der ganzen Geschichte noch unsere erste Stage mit dazu. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit treiben können. Wir haben noch ein paar Bauteile frei und wir haben auch noch ein bisschen Gewicht frei. Das heißt, wir können jetzt relativ gut arbeiten. Und ich werde jetzt ganz bewusst mal versuchen, so gut wie möglich die DLC-Teile zu vermeiden für diese Rakete, weil Moonlandung ist immer so bei vielen Durchläufen der erste große Schritt, die erste große, richtig schwierige Herausforderung. Das heißt, wir nehmen jetzt die FLT. Meine Güte, ich habe ein bisschen zu viel FTL gespielt und will es immer wieder sagen. Wir nehmen jetzt die FLT 800er, zwei Stück, mit einem Schwenker dran. So, das gibt uns Kontrolle über die Rakete und das gibt uns 948 Meter pro Sekunde. Jetzt haben wir aber das Problem, beziehungsweise eigentlich 740, weil wir starten vom Boden. Jetzt haben wir aber das Problem, da steht ein Schubgewichtverhältnis von 0,56. Das hilft uns nicht so besonders. Das heißt, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen, wie wir diese Rakete irgendwie in einen Zustand bekommen, damit man damit auch wirklich irgendwo hinfliegen kann. Und dafür gehen wir jetzt in die Breite. Und zwar, lass uns das auf dieser Höhe tun. So. Und was wir da ranpacken, sind nochmal die 800er Tanks. Und wir verlängern die jetzt nach unten nochmal mit einem 400er. Ich hoffe, das reicht dann. Und obendrauf kommt auf jeden Fall eine aerodynamische Bugnase. Und dann benutzen wir hier die Autark. Die Autark sind ein bisschen kräftiger und effizienter, können dafür aber nicht swiveln, also nicht lenken, weil sie keine Steuerung haben. Halten euch aber erstmal soweit in der Spur. Und wie ihr jetzt seht, wenn wir das mal auf Vakuum umschalten, sind wir mittlerweile bei 2300, 2300, 2400 Metern pro Sekunde für die First Stage. Jetzt muss ich das noch ein bisschen zusammenpacken. So, hier sieht man es noch mal ein bisschen besser, was passieren würde, wenn wir nachher das Triebwerk abtrennen. Juti. Also, wenn ich das zusammenrechne, sind wir bei 2200. Hier nochmal die 700 obendrauf, sind wir bei 2900. Das reicht noch nicht ganz, um in den Orbit zu kommen. Wir brauchen so ungefähr 3400 Delta-V. Aber wir haben eine Upper Stage, die relativ guten Schub hat. Das ist okay. Und die sehr, sehr viel an Delta-V extra hat. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Was wir jetzt aber tun können, um uns einen ersten Schub zu geben, und weil es halt einfach Kerbal Space Program ist, wir geben all diesen Dingern hier nochmal einen Decoupler-Ring. Ich habe den mit Alter gerade rausgezogen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, nehmt überall die gleichen Booster. Ich nehme jetzt überall die Hammer-Booster ran, denn
die müssen gleichzeitig ausbrennen. Das heißt, wir geben uns jetzt einen ersten Schub mit den Hammerboostern und gehen dann auf unsere Haupttriebwerke rüber. Das habe ich jetzt alles hier in eine Gruppe gelegt, das Abtrennen und das Zünden der nächsten Triebwerke. Weil uns das einen schönen ersten Schwung gibt, für den wir ja nicht nochmal extra bezahlen. Also wir bekommen natürlich ein bisschen Kosten durch die Booster und das Abtrennen, aber wir haben die Bauteile und wir haben die Gewichtsmöglichkeiten, das zu tun. Also warum es nicht nutzen? Wie ihr seht, wird das jetzt schon eine relativ längliche Rakete. Jetzt kommen wir nochmal zu diesen Verstrebungen. Geht nochmal von oben nach unten die Rakete jetzt durch. Rechtsklick drauf, Autostrebe. Entweder Verankerungsteil oder schwerstes Teil. Ich mache hier jetzt Verankerungsteil, weil wir später diese Verbindung brauchen. Hier in der Mitte mache ich auch nochmal Verankerungsteil, um nach oben zu gehen. Und hier mache ich jetzt eine Autostrebe für Vorläuferteil, damit die sich in die Mitte verstreben. Und hier nochmal bei den kleinen Dingern. Schwerstes Teil, dann gehen sie in die Mitte, sehr gut, und auch hier nochmal gucken, starre Verbindung, Autostrebe, schwerstes Teil und Autostrebe, schwerstes Teil. So, jetzt haben wir eine relativ schöne, mehrfach gestagte Rakete, mit der wir erstmal Richtung Moon fliegen können. Wie gesagt, das geht alles sehr viel effizienter. Aber ich will euch genug Reserven mitgeben, dass ihr euch nicht ärgern müsst. Wir packen jetzt hier unten noch vier Flügelchen ran, mit denen wir das Ganze ein bisschen stabilisieren während dem Start. Und wenn ihr die Bauteile noch habt, könnt ihr jetzt so einen Stabilisierer nehmen, um das Ganze nochmal gerade zu ziehen. So, die müssen runter in die erste Stufe. Und dann haben wir ein relativ komfortables Gerät. Also ihr seht, wir haben jetzt über 8000 Delta V. Damit können wir eine ganze Menge anrichten, wenn wir durch die Gegend fliegen. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch fliegt oder ob wir ein bisschen zurückspecken müssen. Aber das ist eben auch die große Freude von KSP, dass man es auch mal ein bisschen größer bauen kann. Der wichtige Part ist jetzt, dass wir schauen, ob wir das Ding sauber durch die Atmosphäre geflogen bekommen. Wichtiger Part noch, guckt, dass ihr einen Piloten mit dabei habt, wenn der schon was kann. Ist nicht ganz so wild. Auf geht's und wir haben ja ein bisschen was vor. Judy, wie Moses schreibt, du möchtest gerne mal meine Eve-Raketen sehen, wenn wir zum Moon schon so groß fliegen. Genau, wir haben ein bisschen was vor auf dem Moon. Wir haben sehr viele Sachen, die wir gleichzeitig uns angucken wollen. Wie gesagt, insgesamt braucht man natürlich sehr viel weniger Delta V, um da wirklich hinzukommen. Aber mir ist ganz, ganz wichtig, jetzt genug Puffer zu haben, die mehreren Missionen zu machen. Und wenn wir sehen, dass die Rakete gar nicht zu beherrschen ist, können wir das immer noch zurückspecken und es auf mehrere Missionen packen. Der wichtige Part, den ihr mitnehmen solltet, ist dieser Länder. Und insgesamt solltet ihr zum Moon nicht unter 5000 Delta V insgesamt fliegen. Das wäre so mein Tipp, wenn ihr auch wieder irgendwie zurückkommen wollt. So, 5, 5,5, wenn ihr vernünftig fliegt. Und jetzt fliegen wir mal los. Wie ihr seht, geht es erstmal relativ zutsche los. Und auch hier guckt schon mal, sobald ihr ein bisschen Schwung habt, dass ihr mit den Flügelchen die erste Neigung Richtung der 90 Grad hinbekommt. Ich zoome mal ein bisschen raus, die Rakete ist doch relativ laut. So, und achtet darauf, dass ihr auf Vollschub seid, wenn ihr das nicht voreingestellt habt. Und dann, sobald euch der Schwung ausgeht, staget ihr das weg. Und jetzt habt ihr auch ein bisschen mehr Kontrolle über die Rakete durch euer Steuertriebwerk plus die Flossen. Ich persönlich mache jetzt immer gerne, wenn ich diese leichte Neigung habe und die 120 überschritten, wie gesagt, den Prograde fest rein, damit Jebediah für mich den Turn fliegen kann. Das heißt, ich mache jetzt gerade gar nicht viel. Ich lasse die Rakete einfach von alleine drehen. Ziel ist es, dass sie die 45 Grad Neigung bekommt und wenn ihr sie einfach so fliegen lasst, bleibt sie halt auch sauber im Windstrom. Worauf ihr ein bisschen achten müsst, ist, an einem Punkt werden diese Flüssigtreibstoffbooster da an der Seite leer gebrannt sein. Die werden dann auch ausgehen, dann müsst ihr sie wegstagen. Wichtig ist, bleibt in diesem Kreis währenddessen. Wenn ihr nicht in diesem Kreis seid, habt ihr ein ganz großes Problem, weil euch die Booster dann entgegenkommen. Ihr seid jetzt quasi in
genau dem Atmosphärenstrom, so wie ihr fliegt. Das ist eure Flugrichtung, dieser Prograde, solange ihr in der Atmosphäre seid. Und der bringt euch dann gleich rüber. So, wir werden jetzt relativ spät stagen, sehe ich gerade. Das ist nicht ganz so wild. Wir machen das jetzt einmal sauber. Und zwar jetzt gleich in wenigen Sekunden. Zack. Jetzt seht ihr, fallen die Dinger sauber weg. Was wir jetzt machen können, ist tatsächlich, wir schalten hier um und gehen jetzt sehr, sehr flach runter. Wir sind schon relativ hoch. Das sieht man hier drüben bei 96 Kilometern Apoapsis. Das heißt, ihr könnt jetzt parallel gehen. Der Gravity Turn ist ein bisschen zu langsam gelaufen. Und wir schieben die Rakete jetzt wieder mit Vollschub erstmal in ihre Umlaufbahn raus. Wir müssen jetzt auf 2200 Meter pro Sekunde kommen. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ihr seht, die Zeit zur Apoapsis tickt jetzt runter. Das ist auch nicht ganz so wild. Ich verkürze hier mal das Staging ein bisschen, indem ich das zusammenziehe. Das kann man auch kurz nacheinander stagen. Das tut nicht weh. Und Perry, das ist richtig. Das ist die Fortsetzung vom KSP-Tutorial. Wir fliegen jetzt weiter in Richtung Moon. Und ich habe die Rakete fürchterlich overengineert. Weil ich wieder alles auf einmal machen will mit euch zusammen. Ich hätte es vielleicht bei einer Mission belassen sollen, aber so ist das halt. So, das ist auf jeden Fall relativ ähnlich zu, egal wie komplex ihr es gebaut habt, eurer Upper Stage, hoffe ich. Und mit der Rakete werden wir jetzt erstmal Richtung Orbit fliegen. Wie ihr seht, haben wir noch relativ viel Zeit bis zur Apoapsis, 1 Minute 21. Was ich jetzt mache, ist hier ein bisschen die Inklination ausgleichen, weil ich will den gelben Nupsi quasi auf der 90-Grad-Linie und damit ich das erreiche, muss ich in die andere Richtung. Das sind immer so Feinheiten, das ist beim Fliegen zum Mond noch gar nicht so super wichtig. So, und dann werden wir gleich in wenigen Sekunden auch dieses Triebwerk aufgebraucht haben. Ich zeige euch jetzt mal ein separates Staging, was da der Unterschied ist, wenn man das nicht in einer Stage hat. Da passiert jetzt auch nichts Schlimmes. Sondern wir trennen halt quasi erst das eine Teil ab und müssen dann nochmal stagen, um unser Triebwerk zu zünden. Und das ist jetzt der Fall. Und jetzt fliegen wir quasi schon auf unserer späteren Moonlandefähre. Die hat jetzt nicht mehr so viel Schubgewichtverhältnis, aber wir haben ja entsprechend schon Schwung geholt. Und müssen nicht mehr so lange brennen, um in die Umlaufbahn von Kerbin zu kommen. Ich ziele jetzt hier einfach sauber auf die Horizontlinie und lasse das Raumschiff fliegen. Und wie ihr seht, wird unser Orbit dadurch immer weiter gestreckt. Und wir gehen jetzt wieder erstmal in den Park-Orbit über, wie wir das letzte Mal beim Moon-Orbit auch gemacht haben. Und fliegen dann von da aus weiter zum Moon. Im Prinzip ist es exakt oder sogar ziemlich exakt der gleiche Ablauf. Der einzige Unterschied ist, dass wir diesmal dann aus dem Moon-Orbit noch eine Landung machen, weil wir den Moon natürlich auch wirklich besuchen wollen. Und ein paar Sachen mitbringen. Nee, noch habe ich tatsächlich nichts vom Quick-Save und Quick-Load erzählt. Aber das geht recht einfach. Schön, dass du es erwähnst. Und zwar könnt ihr jederzeit F5 drücken. Habe ich gerade gemacht. Dann wird ein Quicksave angelegt. Und mit F9 könnt ihr den wieder laden. Das empfiehlt sich vor allen Dingen vor etwas kritischeren Manövern. Zum Beispiel eurer ersten Moonlandung. Wenn da irgendwas schief geht, könnt ihr dann nämlich zu dem Speicherpunkt zurückspringen. Und dann habt ihr da eine kleine Versicherung in der Hinterhand. Ich vergesse das immer wieder sowas zu erzählen, weil ich sehr selten mit den Quicksaves arbeite, weil ich oft im Hard-Mode spiele, wo die nicht unterstützt werden. Macht es euch nicht so schwer, wie ich es mir da mache, sondern nutzt es. Kann es sein, dass der Nightbot nicht aktiv ist? Das wäre sehr ärgerlich, wenn er nicht aktiv ist. Aber dann ist das jetzt so. Dann müssen wir heute ohne ihn leben. Du hast vergessen, die Fahne auf dem Moon aufzustellen. Das ist sehr ärgerlich. Das ist tatsächlich sehr, sehr ärgerlich. Dr. Med den Rasen. Sehr schöner Nickname übrigens. Aber das bekommst du sicherlich öfter zu hören. So, wir lassen jetzt hier die Apoapsis ein bisschen rankommen. Ich bin gerade relativ stark mit dem Schub runter. Wir haben hinten auch schon eine Periapsis. Die muss jetzt nur noch auf 70 rauf. Und weil oft gefragt wird, wie kriege ich den Orbit so schön rund? Ich kriege den so schön rund, weil ich dann, wenn ich bei Apoapsis relativ nah an 0 oder 0 angekommen bin, dann den Orbit rundziehe. Also wenn ich wirklich auf der Apoapsis mich befinde, also in 2,
Eins. Jetzt. Dann gebe ich Schub, drücke meine Periapsis hoch und dann passiert das genau auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich gucken, dass ich die Periapsis ziemlich nah an das drücke, was ich gerade als Apoapsis habe. Und zack. Nahezu. Kreisrunder Orbit. It's that simple. Ihr müsst nur auf der Apoapsis sein. Das ist alles, was ihr dafür erfüllen müsst. Und vielleicht ein bisschen mit Fingerspitzengefühl den Schub ausmachen mit X, wenn ihr dann da angekommen seid. Aber das ist eigentlich der ganze Trick, wie man einen Orbitkreis rund bekommt. Hat man die Apoapsis schon zu weit weggeschoben, driftet man einfach ein Stück. Also einfach Triebwerk aus, lasst ein bisschen coasten, heißt es glaube ich eigentlich. Lasst euch ein bisschen treiben und dann kommt ihr dort an. So, lange viele Reden. Auf zum Moon. Ich würde diesmal versuchen, in eine polare Umlaufbahn einzufliegen. Wir haben nämlich noch Beobachtungsaufgaben und wenn ihr irgendwie könnt, versucht so Beobachtungs- und Messungsaufgaben. Versucht diese Beobachtungs- und Messungsaufgaben immer aus einem polaren Orbit zu machen. Was ist ein polarer Orbit? Das heißt, dass ihr nicht wie um Gürtel auf Äquatorhöhe um den Planeten drum herum fliegt, sondern es geht darum, dass ihr über die Polarkappen oben im Kreis fliegt. So, jetzt mal eine kurze Pause zwecks viele Dinge, die passiert sind. Der Damon hat nämlich ein Abo dagelassen. Der Dionysus und der Damon haben auch noch Bits gecheert. Vielen lieben Dank dafür. Und Perry, Mirascha und Medani. Ich darf euch alle ganz herzlich bei den Körbonauten begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Und ich hoffe auch weiterhin viel Spaß beim Zugucken. So, und wir fliegen jetzt mal zum Moon raus. Das heißt, was wir jetzt als erstes aber machen ist, wir schießen zum Moon raus ganz normal, als ob wir das immer tun würden. Und dann machen wir eine Mid-Course-Correction, die uns auf einen polaren Orbit setzt. Das erkläre ich nochmal separat. Bis hier ist das alles das Gleiche wie das. Was wir bisher gemacht haben schon, um zum Moon Orbit zu fliegen. So, ich sehe, da ist eine Frage, ich beantworte die gleich. Ich mache nur mal schnell das Manöver zum Moon fertig. So, jetzt gucken wir, dass wir den Moon noch halbwegs gut treffen. Ihr seht, die 900 ist da auch sehr großzügig gerechnet, aber ich bin da ein großer Freund von, in solchen Fällen lieber gerade am Anfang erstmal ein bisschen mit. Also in den Delta-V-Maps ist schon gewisse Toleranz mit drin. Und ich bin großer Freund davon, das gerade am Anfang noch mit einem Hauch mehr zu versehen. Einfach um sicherzustellen, dass das auch wirklich klappt. Weil lieber ein bisschen Sprit verschwenden. Auf Effizienz trimmen könnt ihr später noch. Da könnt ihr gerne mal die regelmäßigen Zuschauer fragen. Wie oft das mit dem letzten Tropfen gerade noch so klappt oder eben auch nicht. Das gehört auch mit dazu. Aber macht das nicht am Anfang. Ihr frustriert euch nur. Das ist dann später die hohe Kunst. So, Joe fragt, wo wir gerade bei Orbit sind, was bringt mir ein geostationärer Orbit in Kerbal Space Program? Ein geostationärer oder in dem Falle Keostationärer, falls das bei Kerbin so heißt, ist ein Orbit, der sich immer so mitbewegt, dass ihr über der gleichen Position seid. Also was bringt euch das? Zum Beispiel, wenn ihr auf höheren Schwierigkeitsstufen spielt, könnt ihr so dafür sorgen, dass ein Funk-Relay-Satellit, also nehmen wir mal an, ihr habt einen Relay-Satelliten, der immer ein Funksignal vom Kerbin Space Center wohin übertragen soll, dass der immer über dem Kerbin Space Center bleibt. Das heißt, eure Umlaufbahn dauert dann genauso lange wie eine Umdrehung von Kerbin. Das heißt, ihr seid von Kerbin aus gesehen immer über der gleichen Position. Das ist der Grund, warum ihr eure Fernseh- oder eure Satellitenschüsseln auf eine fixe Position am Horizont ausrichtet, weil dort ein geostationärer Satellit immer auf genau der gleichen Position steht. So. Ich muss jemanden vom Moon retten. Empfiehlst du eine Punktlandung im Rover hinfahren? Das ist eine gute Frage. Es ist beides völlig in Ordnung. Ich persönlich bin eher der Freund von der Punktlandung, muss man aber auch ein bisschen üben. Also wenn du jetzt sagst, du traust dir Landung noch nicht so zu und das kann durchaus sein, dass du 10 Kilometer daneben landest, dann nimm Rover mit. Also es ist nicht falsch. Also von daher eine Empfehlung. Ist immer schwierig. Wenn es schwerer für dich ist, eine Punktlandung zu machen, als einen Rover zu bauen und mitzunehmen, dann mach einen Rover. Und wenn es schwerer für dich ist, einen Rover zu bauen, aber du kannst sehr gut punktlanden, dann mach die Punktlandung. Mach das, was für dich funktioniert. Es gibt nicht die eine richtige Antwort. Und wenn es dann noch gibt, Raupenfahrzeug oder Räder, auch das, was für dich besser funktioniert. Mimir, vielen lieben Dank für den 30. Monat und gleiches Büro, aber ein bisschen
dekoriert, sage ich mal. So. Juti. Jetzt haben wir den Manöverpunkt fertig. Das heißt, ich werde jetzt auch mal das Manöver anfliegen tatsächlich. Wir haben 2 Minuten 27 Burn. Das gibt uns ein bisschen Zeit. Da kann ich gerne auch noch Fragen beantworten, während der Burn läuft und vor allen Dingen mal einen Schluck Wasser trinken, glaube ich. Und dann geht es nämlich jetzt gleich los in Richtung Moon. Richtet euch rechtzeitig wieder auf den blauen Marker aus. So, und dann warten wir. Ich mache jetzt noch mal händisch ein bisschen Zeitraffer rein. Warten wir, bis es soweit ist. Und dann zünden wir das Triebwerk bei der Null. So. Wir fliegen jetzt Richtung Moon. Ich mache mal ganz kurz das Mikro zu und nehme einen Schluck Wasser und dann rede ich gleich weiter. So, macht man das Mikro auch wieder auf, kann man auch wieder weiterreden. Sehr schön. Also, wir haben jetzt gute 2,5 Minuten Brennzeit auf den Triebwerken. Das wird jetzt alles im Moment von den äußeren Tanks erstmal gezogen, durch diese Fuel Pipes. Warum mir das hilft nachher ist, ich benutze ein bisschen dieses Prinzip, was der Apollo-Lander auch hatte, dass er quasi den Tank und das Landegestell zurückgelassen hat. Genau das machen wir nachher auch. Wenn wir gelandet sind und diese Seitentanks halbwegs leer sind, wenn nicht, benutzen wir sie natürlich noch, solange da noch Sprit drin ist, sprengen wir die nachher ab und fliegen nur noch mit dem Mittelteil zurück, weil wir den anderen Kram ja gar nicht mehr brauchen. Das spart Gewicht. Weniger Gewicht hilft uns, besser und weiter fliegen zu können. Also wirklich relativ simpel nachher von der Umsetzung. Ihr seht, wir haben jetzt hier relativ bald den halben Tank durch. Haben hier aber auch schon etwas mehr als die Hälfte des Manövers geflogen. Ich bin also mal ganz zuversichtlich, dass wir einen Großteil der Landungen auf den Triebwerken noch schaffen werden. Und dann gucken wir mal, wie wir von da aus weitermachen. Oder machen wir erst die Landung und gehen dann in Polarorbit. Ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge wir es machen. Ich glaube, ich tendiere tatsächlich dazu, lasst uns erst die Moonlandung machen, falls euch der Teil mehr interessiert, wie das gerade funktioniert. Und dann, wenn wir starten, gehen wir in die polare Umlaufbahn um den Moon, weil es macht nicht viel Unterschied. Und wir können dann mehr noch davon profitieren, dass wir hier in der Mitte sehr viel Treibstoff übrig haben. Das sind ja knappe 2000 Delta V, die uns da zur Verfügung stehen, mit denen wir arbeiten können. Also so haben wir die Primärmission sichergestellt und fliegen dann weiter. Meine persönlichen Schwierigkeiten in KSP sind Flugzeuglandung und Eve-Mission mit Rückkehr. Das sind auch meine persönlichen Schwierigkeiten. Sind auch, also gut, Flugzeuge, manchen Leuten liegt das. Mir liegt das persönlich auch nicht so sehr. Ich bin auch eher der Raketenguy. Und Eve ist halt einfach. Eve Return ist hart. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Achso, ich bin ein bisschen weit rausgezoomt. Ich wollte gerade sagen. Wo ist denn der Mond hin? So, Eve Return ist einfach hart. Wir machen jetzt mal wirklich erstmal einen normalen Moonanflug. Ich mache eine kleine Korrektur in der Mitte noch. Ich gehe jetzt, weil wir so tief reinkommen, so eigenartig, ziehe ich das jetzt ein bisschen hoch, dass wir sauber über dem Äquator lang fliegen. Dann können wir uns eine schöne Ecke aussuchen. Und erstmal die Landung machen. Und dann geht's weiter. Ja, ich meine auch eine Landung auf Eve. Also jetzt um Eve in den Orbit fliegen und zurück ist nicht schwerer als bei jedem anderen Planeten. Bei Eve ist natürlich die große Herausforderung der sehr dichten Atmosphäre und der sehr hohen Schwerkraft, von der Oberfläche wieder wegzukommen. So. Zack. Hier haben wir unser Manöver. Wir warten jetzt wieder kurz auf die Zündung. Ich gebe nur einen ganz winzigen Pups Schub rein mit Shift. Also wirklich nicht jetzt auf Volllast gehen, weil wir haben Schubzeit 1 Sekunde. Das ist quasi nichts. Das kann gerne auch 3 oder 4 Sekunden dauern. So kann man das ein bisschen besser steuern. Und ich gucke mir sowas immer gerne im Map-Modus an. Und hier im Map-Modus sehen wir auch schon, wo unsere Beobachtungsfelder liegen. Das wird relativ spannend nachher. Das heißt, wenn wir können, sollten wir vielleicht schauen, dass wir auf der anderen Seite einfach landen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, dass das nicht so
schlecht läuft. So, ich lasse jetzt die Zündung kurz durchlaufen. Zack. Wunderbar, da sind wir auf 13 Kilometern Höhe. Und jetzt mache ich mal einen Zeitraffer bis hier. Und wir gucken mal, wie sich der Moon währenddessen weiter dreht. Und ob uns das dann immer noch eine gute Verbindung gibt. Das sieht aber gar nicht schlecht aus, dass wir immer noch auf der hellen Seite dann landen. Ja. Gut, wie gesagt, die machen wir im zweiten Anlauf. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die Moonlandung, gucken, dass wir da alle unsere Aufträge erledigen. Und dann geht's weiter in Richtung unseres polaren Orbits. So macht das, denke ich, am meisten Sinn. So, wir haben jetzt noch hier gut und gerne etwas mehr als die Hälfte im Triebwerk oder in den Tanks, in den Außentanks drin. Die wollen wir auch nutzen. Das erste, was wir jetzt machen, wir müssen auf die Periapsis runter. Ihr könnt das mit einem Manöver fliegen. Also ihr könnt euch auf der Periapsis einfach ein Manöver anlehnen. Zum Beispiel können wir hier auch schon mal sagen, wir machen sowas. Ja, dass wir direkt uns schon mal einbremsen oder wir können erst in den Orbit gehen. Das kommt ein bisschen darauf an, ob ihr euch einen Punkt suchen wollt. Wenn wir jetzt auf der dunklen Seite wären, würde ich zum Beispiel erst in den Orbit gehen und dann rüberfahren und dann bremsen. Hier in dem Falle jetzt tatsächlich, lasst uns einfach gleich zur Landung ansetzen, weil wir sind schon auf der hellen Seite. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr bremsen, als wir das für einen Orbit tun würden, gehen dann quasi gleich in den Sinkflug über. Und wenn ihr jetzt hier mal guckt, haben wir mittlerweile ein Schubgewichtsverhältnis von 3,95. Das wird jetzt noch ein bisschen sinken, dadurch, dass wir in die Gravitation des oder ins Gravitationsfeld des Moons mehr eindringen, wird aber auf der anderen Seite dann auch wieder steigen, dadurch, dass wir Sprit verbrauchen. Von daher, wir können mittlerweile ziemlich hart bremsen. Also wir haben viermal so viel Schub und Pi mal Daumen, wie unser Fahrzeug wiegt in diesem Gravitationsfeld, in dem wir uns gerade bewegen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Upp. Taroba, wenn du einen Link posten willst, bitte einmal nach einem Permit fragen. Ansonsten, wenn dir irgendwie ein Punkt reingerutscht ist, das passiert uns allen sehr gerne. Punkt statt Leerzeichen oder nach dem Punkt kein Leerzeichen gemacht. Da reagieren die Bots unheimlich pissig drauf. Also da nicht traurig sein, wenn der Bot euch wiped und einfach nochmal schreiben. Also mir passiert das auch regelmäßig, gerade wenn ich am Handy tippe. Und darüber freut mich, dass die Tutorial-Videos dir geholfen haben. So, wir haben jetzt noch 2 Minuten und ein bisschen bis zur Bremsung. Da spulen wir jetzt mal hin. So, und hier gilt jetzt wieder eine ganz wichtige Sache. Und zwar, wenn ihr zur Moonlandung ansetzt, ne? Wir haben jetzt noch 1 Minute Zeit zum Zünden. Stellt das hier um. Ihr seht, da ist ein signifikanter Unterschied. Wir springen von 19 Kilometern auf 15 Kilometer Höhe. Ihr geht drauf, wenn ihr da nicht drauf achtet, weil der Boden dann plötzlich sehr nah ist. Ihr denkt, ihr habt noch 3000 Meter Höhe und dann zerschellt ihr auch schon am Moongestein. Das ist relativ unangenehm. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Deshalb umstellen auf echte Höhe. Das ist die Radarhöhe. Die schwankt manchmal, wenn ihr über so einen Krater oder sowas fliegt. Aber sie ist ein bisschen ehrlicher zu euch. Okay? So, wir sind jetzt sehr, sehr schnell unterwegs. Wir werden jetzt mehrere Dinge gleichzeitig machen. Wir bremsen unsere Umlaufgeschwindigkeit ab und setzen zur Landung an. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Bevor ihr das tut, drückt ihr F5. Hier ist der Punkt, wo euer Quicksave sein muss. Wenn ihr erst in den Orbit geht, ist das, bevor ihr den Orbit verlasst. In dem Moment, wo ihr euch entscheidet, das Manöver zu fliegen, was euch auf eine suborbitale Flugbahn bringt, drückt vorher F5. Da macht ihr den Quicksave, weil sonst hilft er euch nicht mehr, wenn es zu früh war oder wenn ihr nicht mehr rechtzeitig bremsen könnt. Weil wenn das ein zu steiler Abstiegswinkel zum Beispiel war und ihr habt den F5 erst gedrückt, nachdem ihr das gebrannt habt, dann könnt ihr vielleicht nichts mehr dran ändern in manchen Situationen. Und dann ist der Quicksave nicht hilfreich. Das ist jetzt der Quicksave, mit dem wir arbeiten, falls irgendwas schief geht bei uns. Also da habe ich jetzt einmal F5 vor der Zündung gedrückt. So, wir brennen das jetzt runter und ihr seht, wir gehen direkt in ein Orbit und aus dem Orbit dann direkt in einen suborbitalen Flug, um zur Landung anzusetzen auf dem Moon.
So. Das können wir abhaken und jetzt stelle ich auf Oberfläche um und gehe rückläufig. Und jetzt seht ihr schon, das sieht gar nicht so unbedrohlich aus. Hier vorne ist es noch relativ glatt. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an zu bremsen. Und fahre auch schon mal die Landebeine aus. Da hinten wird es nämlich ein bisschen holpriger. Das heißt, ich bremse uns jetzt relativ bewusst ein bisschen ein. Das mache ich einfach auf der Horizontlinie. Also ich nehme vor allen Dingen horizontale Geschwindigkeit raus, also seitliche Geschwindigkeit. Und nach wird er dann beginnen zu sinken. Das seht ihr hier auch. Der Zeiger sollte nicht auf minus 1000 oder sowas gehen. Und dann werden wir langsamer. Ihr seht, das geht relativ schnell mit so einer hohen Thrust-Weight-Ratio. Und wir werden jetzt hier vorne wahrscheinlich irgendwo unsere Landung ansetzen. Und ich nehme jetzt mal den Schub langsam wieder auf Null runter und lass uns mal ein bisschen durchsacken. Wir haben nämlich noch ganz gut Zeit, bis wir unten sind. Wir haben noch 7 Kilometer Höhe. Da muss man ein bisschen Gefühl für entwickeln. Also ich kann euch sagen, in meinen ersten Mondlandungen bin ich ganz oft hier oben irgendwo schon stillgestanden oder unten zerschellt, weil ich mich einfach verschätzt habe. Passiert mir auch heute noch gerne mal hier und da. Muss man, wie gesagt, ein Gefühl für entwickeln. Hier sieht es auch ein bisschen holprig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen mal schauen, wie sich das so gleich anfühlt. Von der Neigung. Sieht nämlich nach ziemlich viel Gelände aus. Ich mache jetzt mal das Licht an, um auch ein bisschen... Das Licht hilft einem manchmal noch so ein bisschen die Höhe einzuschätzen. So, wir sinken jetzt noch mit etwas mehr als 100 Metern pro Sekunde. Ich habe es aber vom Schub her ganz gut im Griff, weil ich könnte viel mehr Schub noch geben. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie die Bodenbeschaffenheit wirklich aussieht. Eure Raumschiffe, wenn ihr sie so baut, etwas mehr in die Breite, können ein bisschen Schräglage ab. Da unten sieht man jetzt auch schon den Schatten unseres Raumschiffs. Das heißt, es beginnt jetzt alles ein bisschen in Relation zueinander zu kommen. Aber was wir natürlich aufpassen müssen, ist, dass wir nicht an irgendeiner Kraterwand oder sowas landen. Wenn das passiert, haben wir nämlich ein Problem. Also im Sinne von, wir sterben dann, weil wir umkippen. Deshalb da immer erstmal vorsichtig sein. Nehmt immer so schubweise Schub raus, dass ihr immer weniger Schub habt, je tiefer ihr seid. Und irgendwann werdet ihr den Effekt haben, dass ihr auch das Licht und euren Antrieb als Effekt auf dem Boden seht. Dann kriegt man auch langsam ein bisschen bessere Einschätzung hin, wie weit es eigentlich noch ist. Und dann kommt auch so langsam der Punkt, dass man entscheiden kann, ob man hier eine Landung macht oder ob man eventuell abbricht. Hier sieht es durchwachsen aus, um es mal so zu formulieren. So, ich gehe jetzt so viel Schub rein, dass ganz bisschen die Oberflächengeschwindigkeit weniger wird. Oh, das ist schon hart am Limit, würde ich sagen. Aber wir probieren es mal anzusetzen. So, und jetzt seht ihr aber auch... Uiuiuiui. Ganz schön knapp. Und... Ich werde das, glaube ich, durchstarten. Ja. Das ist mir zu gefährlich. Ich fliege jetzt hier noch mal ein bisschen rüber. Und zwar gehe ich jetzt hier rüber ins Tal rein. Und lass uns da reinfliegen. So. Also wenn solche Sachen sind, schämt euch nicht auch mal durchzustarten. Das ist manchmal einfach so. Versucht eine Stelle zu finden, wo der Boden zumindest halbwegs glatt ist. So. Und was ihr jetzt machen könnt, ist quasi einfach hier runterschweben. Der Marker kommt von ganz alleine wieder. Ihr dürft da nicht panisch werden. Der wichtigste Punkt ist da immer nicht panisch zu werden und nicht zu schnell durchzusacken. Und der Rest ergibt sich dann schon. Also was ich jetzt mache, ich gehe zum Beispiel gegen das Sinken an. Also ich nehme mir Schub rein, um weiter zu schweben. Lass aber die Seitwärtsbewegung zu großen Teilen bestehen, weil ich nicht gegen sie arbeite. Und so schweben wir jetzt langsam auf eine Position, wo es ein bisschen flacher wird. Ich denke, hier können wir es nochmal probieren. Also jetzt bremse ich das ein bisschen mehr runter. Und wir gehen nochmal in eine Landung über. Mal gucken, was passiert. Hier sieht es für mich jetzt erstmal auf den ersten Blick ein bisschen angenehmer aus. Ich weiß aber nicht, ob wir schon gut genug angekommen sind. So, und jetzt schauen wir mal, das ist immer noch far from perfect, muss ich sagen. Euer Ziel sollte sein, mit so 1 bis 2 Metern pro Sekunde aufzusetzen. Das war jetzt relativ sanft.
Und dann hier sowas sind Toleranzen, das ist völlig okay. Und das ist halt was anderes als dieser Hang. Wichtiger Punkt, wenn ihr merkt, ihr landet in einem Gebiet, wo ihr das nicht im Griff habt, und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist auch nicht ganz einfach, nutzt den Quick Save und sucht euch irgendwas, was flacher ist. Böden von großen Kratern sind oft sehr hilfreich. Also zum Beispiel ganz bewusst hier drinnen zu landen und das anzupeilen, kann helfen. Trotzdem, wenn ihr natürlich in dem großen Krater einen kleinen Krater erwischt, dann ist es nicht mehr besser. Dann ist es immer noch so mies. Der wichtige Punkt ist, nutzt das Durchstarten. Also nutzt diese letzten paar Meter, die ihr habt, um einzuschätzen, wenn ihr ein Gefühl für das Gelände entwickeln könnt. Kann mein Länder das stehen? Das hier kann man stehen. Das da ist super gefährlich. Also da, wo wir eben waren. Ne? Und dann einfach ein Stück weiter fliegen, ist völlig in Ordnung. Hat Apollo 11 auch so gemacht. Und wir haben sogar noch eine winzige Spritreserve in unseren Außengondeln. Also alles easy peasy geklappt. Jetzt müssen wir mal gucken, was sind denn unsere Aufträge? Also Lande auf dem Moon haben wir erledigt. Wir haben diese Beobachten und Untersuchungen und Temperaturuntersuchungen, das müssen wir gleich noch machen. Stelle eine Flagge auf dem Moon auf. Das sind aus dem Weltraum um den Moon und bringe einen Moonstein mit. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Sachen tun. Die einfachen Sachen sind aber erstmal die, dass wir unsere Experimente hier unten machen. Die müssen wir nämlich auf jeden Fall machen, damit wir Wissenschaftsdaten mitbringen. Das sind schon mal 40 Wissenschaft für den ollen Schleim. Das sind Trommelwirbel. 100 Wissenschaftspunkte für die Materialuntersuchung. Wir können hier natürlich auch einen Crewbericht durchführen. So. Und wir haben noch ein Thermometer und einmal die Druckdaten. Das sind auch jeweils 48. Und 32 Wissenschaftspunkte, alles gespeichert. Da hinten, das ist eine Lego Saturn 5, das ist richtig. Und dieses Bild, was ihr da seht, das spiegelt sich natürlich ein bisschen aufgrund des Lichtes. Das ist eine Schemazeichnung einer Falcon One, also von SpaceX, keine Constitution Class. Da unten steht der Apollo-Länder, da die Saturn 5 und das ist eine Falcon 1 auf dem Bild. Genau, es spiegelt halt ein bisschen. Ich könnte das auch nicht erkennen. Ja, so. Die andere Seite. Die andere Seite. Wo ist denn die? Das ist eine Tür. Das ist eine Tür. Links hinter mir. Links hinter mir ist eine Tür. Also wenn du das hier meinst, das ist einfach eine Tür. Mit einer Klinke. Genau, das da ist eine Türklinke und ein Schloss drunter. Da kann ich den Raum durchverlassen ins Raumschiff. Damit verlasse ich die Brücke. Ach cool, hast du das für irgendwie Constitution Class? Ah, du hast gedacht, das ist so. Ja, okay. Wenn das so halb, ja, doch, wenn das so halb reinguckt, ich verstehe, und die Warp-Gondeln werden dann quasi hinten aus dem Bild raus. I see your point. I see your point. Hervorragende optische Täuschung. Ich werde das demnächst öfter mal als Raumschiff, als Star Trek-Raumschiff verkaufen. Dankeschön. Okay, jetzt machen wir mal die Sachen mit dem Aussteigen. Wichtiger Punkt, macht das auch wieder in Ruhe. Das ist ein echter Hintergrund. Ja, das ist mein echtes Zimmer. Also, um euch das mal zu beweisen. Ich kann diesen Körbel hier nehmen und in die Kamera halten. Das ginge mit einem Greenscreen nicht. Und auch, dass der Körbel nicht durchsichtig wird, ist immer ein guter Indikator, dass hier kein Greenscreen am Werk ist. Genau, also das ist ein echter Hintergrund. Ja. So, also, was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall unseren EVA-Bericht machen und schon mal die Daten in Teilen einsammeln und in die Rakete stecken. Beziehungsweise wir sammeln sie erstmal. So, wichtig ist jetzt, wenn ihr loslasst, einmal R zu drücken. Also wenn ihr runterkriegt, wird er irgendwann loslassen, R drücken und mit Shift ein bisschen Gegenschub geben, dass ihr euch unten nicht die kleinen Körbelbeine brecht. Keine Sorge, das geht nicht wirklich. Eher so ein rollenspielerischer Aspekt. Und dann könnt ihr euch hier oben oder über die Taste U, fragt mich bitte nicht, warum es U ist. Ich habe keine Ahnung. Utility oder so.
könnt ihr Licht anmachen. Damit sieht man dann auch an den dunklen Ecken der Rakete ein bisschen besser, was passiert. Ihr könnt jederzeit über die Ressourcenanzeige sehen, wie viel Treibstoff ihr noch habt. Verbraucht den nicht komplett. Ihr müsst nämlich da oben wieder hinkommen. Okay? Und jetzt suchen wir einen Moonstein. Die Moonsteine sind ein bisschen zu erkennen dadurch, dass sie Schatten werfen. Das könnte einer sein. Das müsst ihr noch. Ihr seht das? Seht ihr, dass die anders aussehen? Das müsste einer sein. Theoretisch. Das ist ein bisschen groß. Ich hätte gedacht, dass sie kleiner sind. Wir gehen mal gucken. Aber man erkennt sie auf jeden Fall an diesen Grafikunterschieden und dass sie einen echten Schatten werfen. Mal gucken. Das müsste einer sein, oder? Genau, wenn ihr in Kontakt mit ihm geht. Verdammt, er will nicht mit mir kontakten. Dann gibt es hier Moonstein aufnehmen. Dann nimmt er so ein kleines Hämmerchen raus und baut ihn ab. Das ist eine Erweiterung von Breaking Ground. Also wenn ihr das Moonstein nicht habt und nicht Breaking Ground habt, dann wundert euch nicht, dass ihr diese Aufträge nicht gibt. Aber so erkennt man diese Steine, wenn ihr euch tot sucht. Die sind optisch ein bisschen strukturierter, sage ich mal. Und stimmt, die Großen werfen mittlerweile auch Schatten. Also was man relativ gut aber sieht, ist, wenn man im Anflug ist, werfen die nämlich nicht mehr so einen guten Schatten. Kann man das hier sehen? Die werfen mittlerweile auch einen Schatten. Verdammt, vielleicht funktioniert das auch einfach nicht mehr. Aber was ihr gesehen habt, ist, selbst wenn man von oben guckt, konnte man diesen Moonstein, der war so ein bisschen heller, weißlicher, weißgräulicher als die anderen. Also die sehen auf jeden Fall anders aus. Die müsst ihr einsammeln. Das funktioniert nicht mit diesen großen Steinen. Ihr müsst diese kleinen, komischen Steine finden. So. Jetzt müssen wir noch eine Flagge aufstellen. Das hatten wir ja auch noch als Auftrag. Und den Stein müssen wir natürlich noch zurückbringen. So, und was wir jetzt gucken können, jetzt ist auch potenziell ein sehr guter Zeitpunkt, wenn diese Flagge steht. Moonlandung Nummer 1. Hier haben wir das erste Mal den Moon betreten. So, was wir jetzt nämlich machen können oder noch nicht machen können, ist Bodenproben nehmen. Und das wäre sehr schade, wenn wir auf dem Moon sind, weil eine Bodenprobe von hier ist doch schon relativ wertvoll. Das heißt, was wir jetzt tun können, ist ins Weltraumzentrum zurückgehen und mal gucken, welches Gebäude denn zufällig ein Upgrade benötigt, um uns dieses tolle Feature zu gewährleisten. Und zufällig ist es ein Gebäude, was wir demnächst eh upgraden müssen. Weil wir die Forschung machen wollen, nämlich Forschung und Entwicklung auf Stufe 2 erlaubt uns, Kerbal-EVAs können Oberflächenproben nehmen und das wollen wir jetzt haben. Deshalb schalten wir uns das frei, wir können uns das ja auch leisten und wir gucken jetzt nochmal kurz rein, was hier los ist. Und jetzt kommt schon der nächste Auftrag, wir müssen ein Rendezvous zweier Raumfahrzeuge auf einer Umlaufbahn um Moon machen. Schade. So, aber wir können noch sehen, Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Moon, den nehmen wir gleich noch mit. Und dann gucken wir, dass wir beim nächsten Mal das Docking machen. Das funktioniert jetzt nicht, weil nur ein Raumfahrzeug kann halt relativ schwierig docken. So, wir kommen wieder zurück über die Ortungsstation zu unserem Jebediah. Den können wir direkt anwählen und wieder bei ihm landen. Das heißt, wir können jetzt noch die Wissenschaftsdaten einsammeln aus der Bodenprobe. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Sachen freigeschaltet habt, dann könnt ihr Rechtsklick machen und sagen Oberflächenprobe nehmen. Und die lohnen sich wirklich. Auf dem Moon sind die schon 120 Wissenschaftspunkte wert, wenn ihr sie zurückbringt. Das heißt, wir werden jetzt zusehen, dass wir unseren Kram nach Hause bringen. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Thema Ich und das EVA-Pack. Ich bekomme da immer wieder auch Zuschriften und Fragen, dass das so einfach aussieht. Ja, weil ich das natürlich schon eine Weile mache. Aber im Prinzip könnt ihr es ganz, ganz in Ruhe üben. Ihr könnt vorher auch im Zweifelsfall mit F5 speichern, wenn ihr ein bisschen Angst noch habt, dass ihr euren ganzen Sprit verbraucht. Mit dem Aufklappen seht ihr, was ihr tut. Und auf dem Moon ist es jetzt so, ein kurzer Schub macht genau das. Das macht so einen Hüpfer. So. Also müsst ihr ein bisschen länger Schub geben, aber wenn ihr kurz runter geht und dann wieder so mit Schubimpulsen arbeitet, dann kann man das ganz gut unter Kontrolle halten. Mit ein bisschen Übung kann man einen Kerbal dann auch relativ gut auf der Stelle schweben lassen. Shift ist wie gesagt der Schub nach oben,
Steuerung nach unten. Den werdet ihr auf dem Moon selten brauchen. Und mit WASD bewegt ihr euch wie in einem Shooter hin und her. Na? So, also wir fliegen jetzt rüber und sammeln noch die anderen Experimente ein. Und dann kommen wir zum Thema, wie komme ich mit dem Jetpack eigentlich da oben wieder in diese olle Klappe rein? Das ist nämlich eine gute Frage. So, was ihr machen müsst, ist vor diese Klappe zu fliegen. Und dann erhaltet ihr vor der Klappe F wie Greifen. Und dann hängt ihr auch schon wieder dran. Und das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr sehr, sehr exakt seid, könnt ihr auch direkt mit B einsteigen. Meistens kriegt ihr aber das F angeboten. Also seid mental auf F vorbereitet. Und dann könnt ihr auch schon wieder einsteigen. Wir nehmen jetzt hier nochmal alle Daten raus, speichern alle Experimente, falls wir nochmal irgendwie was anderes Crew reporten wollen. Ich hatte gehört, dass das vorkommen kann. So. Und dann werden wir uns mal mental auf den nächsten Part vorbereiten. So, wir stellen jetzt eine Funkverbindung nach Körben her, denn wir haben so ein paar lustige Aufträge. Zum Beispiel Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Moon. Wir können jetzt einfach einen Crewbericht nehmen und senden, also nochmal nehmen und senden, oder wir können etwas nehmen, was verlustfrei übertragen wird. Also, wenn der grüne und der blaue Balken gleich sind, dann kann das verlustfrei übertragen werden. Das können wir hier machen über die Antenne. Was jetzt, das geht aber nur, wenn wir eine Funkantenne haben und diese eine Verbindung nach Körben hat. Unsere hat eine Funkverbindung und wir können loslegen. Und jetzt verbraucht das ein bisschen Strom und wir haben die Mission erledigt. Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Moon. Macht das nicht mit dem Moonstein, für den gibt es nämlich nichts, den kann man einfach hier mit speichern. Was meistens verlustfrei geht, sind EVA-Berichte und Crew-Berichte. Alles andere hat normalerweise bei Stock-KSP Verlustquoten, die teilweise nicht unerheblich sind, wie ihr sehen könnt. Das solltet ihr alles nachher schön fein säuberlich zusammengefaltet mit nach Hause bringen. Und deshalb erstmal speichern. Gut. Wie ihr seht, haben wir jetzt eine ganze, ganze Menge Dinge abgeschlossen und dafür auch Kohle bekommen. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir zu den Beobachtungsaufgaben kommen und vor allen Dingen nachher noch nach Körben zurückkommen. Wir haben jetzt etwas mehr als 2200 Meter pro Sekunde noch an Delta V-Budget. Und jetzt gucken wir mal, was noch offen ist. Also Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Moon ist eine einfache Geschichte. Das können wir einfach so machen. Kriegen wir ohne Probleme hin. Moonstein haben wir eingepackt. Den müssen wir nur noch zurückbringen. Kriegen wir auch ohne Probleme hin. Das heißt, wir haben jetzt beobachtete Untersuchungen und temperaturmäßige Untersuchungen. Die sind hier sehr ähnlich wie auf Körben. Wir werden das nachher mit Flugzeugen nochmal gucken, ob wir so einen Auftrag auch auf Körben kriegen. Die bedeuten meistens, mach eine Temperaturmessung oder einen Crewbericht in einer Höhe über einer bestimmten, also über einer Zone höher als oder niedriger als. Hier zum Beispiel haben wir in der Nähe von Thylassas Torheit müssen wir unter 9500 Metern fliegen, um dort einen Crewbericht zu nehmen. In der Nähe von Standort T3FCQ müssen wir unter 8900 Metern fliegen und in der Zone 7FK3, die sind entsprechend auf der Karte markiert, müssen wir unter 8300 Metern fliegen. Hier wiederum sind es alles über, also wir müssen höher als fliegen und müssen Temperaturen messen. So, wie sieht das jetzt auf der Karte aus? Auf der Karte sieht man diese Sachen folgendermaßen markiert. Die Thermometerchen sind logischerweise die Temperaturmessung und die kleinen, was sind das, Taschenrechner und Notizbretter, also so Clipboards, wie heißt das? Klemmbretter. Klemmbretter ist, glaube ich, das deutsche korrekte Wort dafür. Die können wir mit Crewberichten erledigen. Wie kommen wir jetzt dahin? Naja. Naja. Wir kommen dahin, indem wir uns letzten Endes in einem Polarorbit begeben und den vielleicht ein bisschen zurechtdrehen, weil von hier aus jetzt unseren Polarorbit direkt zu machen, wäre hier drüber. Das heißt, wir fliegen nicht ganz nach Norden, sondern wir kippen so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, wir werden nachher in diese Richtung schon mal versuchen, das Ding hier anzupeilen.
und werden dann immer oben auf dem Pol den Orbit ein bisschen umdrehen, um der Sache zu folgen und nach die Sachen zu erledigen. Das heißt, das Erste, was wir jetzt machen, ist in einen sehr flachen, ungefähr 12 Kilometer hohen, weil hier wir müssen etwas über 12 Kilometer für das Höchste und wir konzentrieren uns dann jetzt erstmal auf die Temperaturmessung. Die liegen alle relativ nah beieinander, dass wir die als erstes erledigt bekommen. Und dafür müssen wir erstmal über 8 bis 12,4 Kilometer. Also gucken wir, dass wir auf 12,5 Kilometer Höhe kommen. Wie machen wir das? Wir haben hier unsere Anzeigen. Wir sehen unsere Apoapsis hier. Die wird uns sehr, sehr deutlich angezeigt. So. Wir machen auf jeden Fall SAS an und suchen uns auf dem Navball, in dem Falle jetzt, wenn wir nach Norden fliegen, Norden oder auch 0 Grad. Wenn ihr nach Süden fliegen wollt, man kann einen polaren Orbit auch in die andere Richtung fliegen, ist 180 die Zahl, die ihr sucht, die steht hier unten. Norden ist aber sehr deutlich markiert. Und was wir jetzt machen, einfach weil, wenn ich nach Norden gucke, wirklich gerade nach oben, fliegen wir stumpf vorbei. Wir wollen ein bisschen nach links. Ich würde jetzt hier so entlang der 45er, also hier irgendwo, wo mein Mauszeiger gerade ist, anpeilen. Das können wir gleich noch korrigieren. Es geht nur um die grobe Richtung. So, dafür pinne ich mir jetzt einmal noch den Tank, damit ich sehe, wann ich die abwerfen kann, weil ich benutze sie jetzt noch kurz. Da ist Treibstoff drin. Das wäre dumm, den zu verschwenden. Und ich gehe jetzt einfach kurz auf Schub, damit wir beginnen zu fliegen und beginne dann auch relativ direkt wegzukippen. Und was ihr jetzt sehr schnell beobachten müsst, ist zum einen, ist in Flugrichtung Berg und zum anderen, wie schnell steigt meine Apoapsis. Da ist nämlich ziemlich viel Gefahr hinter. Also sobald wir jetzt sehen, dass die äußeren Tanks leer sind, stage ich einmal, damit wir dieses Gewicht abwerfen. Und wir fliegen einfach ganz normal weiter. So, wenn jetzt alles passt, haben wir gerade 5400 Kilometer und ich habe in die falsche Richtung offensichtlich meinen Flug gemacht. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen korrigieren. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Ich habe mich verschätzt. Falsche Richtung. Ich fliege jetzt hier rüber. So, ich fliege jetzt relativ tief und bringe das Ganze jetzt erstmal auf 12,5 Kilometer Höhe mit der Apoapsis, weil mehr brauche ich erstmal nicht. So, mehr ist es nicht. Der Trick dabei ist, ein bisschen darauf zu achten, dass man nicht zu tief fliegt, damit man den Boden nicht kratzt. Auch hier kann man vorher wieder ein F5 drücken und dann sich erstmal auf so einen suborbitalen Flug begibt in Richtung, da will ich hin. Jetzt bin ich relativ zentral auf Nord geflogen, weil ich korrigieren musste. Das heißt, wir können jetzt schon mal anfangen, meine Fehler zu korrigieren, indem wir hier ein bisschen rüberdrehen. So. Das schadet nicht besonders viel, das hilft uns auch. Wir müssen nicht allzu weit nach oben mehr. Das heißt, ich gehe hier auf den Horizont rauf und gebe schon mal ein bisschen Gas noch. Und man sieht, dass sich das beginnt, ein bisschen rüber zu drehen und gleichzeitig noch ein bisschen zu strecken. Ich gehe jetzt mal auf 15 Kilometer für den Anfang und dann lassen wir uns tatsächlich mal bis zur Apoapsis coasten. Ich baue diesen Orbit jetzt Stück für Stück auf. Wir haben keine Hektik. So, genau. Der einfachste Weg ist jetzt einfach, also ganz keine Hektik ist, ich mache diesen Orbit jetzt fertig und lasse einfach den Moon unter mir durchdrehen, bis der da lang kommt. Ganz so lange will ich euch damit nicht nerven, deshalb drehe ich meinen Orbit aus dem polaren Orbit dann noch. Also ich bleibe in einem polaren Orbit, aber drehe ihn oben am Pol in die richtige Richtung. Und das bereite ich jetzt ein Stück weit schon mal vor. Ich bin halt nicht ganz sauber auf dem polaren Orbit dadurch, aber das ist nicht ganz so wild. Und das Schöne, was wir jetzt schon mal machen können, ist, wir können Zeitraffern ein Stück weit. Denn wir müssen erstmal an die Apoapsis ran, damit ich jetzt den Orbit rund bekomme, also tatsächlich einen flachen Flug habe, weil sonst schiebe ich ja immer weiter die Apoapsis nach oben vor mir her. Das kann ich, wie schon an Kerbin, vermeiden, indem ich auf der Apoapsis so gut wie möglich und so exakt wie möglich zünde. So, das Ganze tue ich wieder mit einer leichten Abweichung in Richtung da, wo ich mich drehen will. Was man vielleicht einfach mal machen könnte, damit man nicht so verwirrt ist. Zum Beispiel wäre das Raumschiff richtig rumzudrehen, dann versteht man auch, warum das links ist. So. Und ich beobachte das auf der Karte, weil letzten Endes will ich den da treffen im ersten Anflug. Und ich habe jetzt noch 10 Sekunden bis zur Apoapsis. Das heißt, wenn ich jetzt zünde, steigt die kaum noch. Seht ihr das? Ich bekomme jetzt ein bisschen Drehung rein. Ich
kann beginnen, meinen Orbit anzugleichen. Ich strecke ihn immer mehr in die Länge und jetzt bin ich direkt drauf. Jetzt kann ich auch mal richtig einen Schuh machen und pack das jetzt drüben relativ schnell auf eine Periapsis von 12. So, jetzt sind wir da bei 14. Jetzt habe ich einen relativ runden Orbit, der wird mir jetzt nicht mehr wehtun. Und was ich jetzt noch tun kann, ist hier drüben, das ist jetzt der exakte Drehpunkt. Hier drehe ich jetzt auf diesem Punkt, wo ich bin, den Orbit an dieser Stelle nach hier und hinter mir nach dort. Das ist auch exakt das, was ich jetzt gerade will. Das heißt, wenn ich jetzt hier zünde, seht ihr auch, drehe ich den Orbit rüber in die Nähe des Gebiets, wo ich gerade hin möchte. Das hat immer auch ein bisschen einen gewissen Effekt auf den Orbit. Deshalb muss man da ein bisschen aufpassen. So, was wir jetzt mal machen können, ist oben auf dem Pol den nächsten Part der Drehung einleiten. Also, wenn ich einen polaren Orbit fliege, das haben wir jetzt relativ exakt. Ich weiche ein bisschen davon ab, ist aber nicht ganz so wild. Dann kann ich immer oben oder unten den Orbit drehen. Ich zeige euch mal den Effekt. Ich kann jetzt nämlich mit diesem Manöver zum Beispiel dafür sorgen, so der wichtige Punkt ist, das gibt immer auch Schwung rein. Das heißt, den kann ich wieder rausnehmen und damit die Drehung verstärken. Das ist immer so eine Mischung aus hier Stoff geben in die Richtung und hier wieder Schwung rausnehmen, damit ich nicht zu hoch komme. Dadurch wird aber die Drehung auch meistens nochmal verstärkt. Und jetzt seht ihr schon, dass ich den ersten jetzt langsam treffe und dafür halt immer mehr Sprit ausgeben muss, um dorthin zu kommen. So. Zack. Ich muss jetzt ein bisschen vorhalten, weil der Moon sich natürlich weiter drehen wird. Deshalb gehe ich so ein bisschen über die Sache drüber. Das müsst ihr immer mit bedenken. Bis ihr da seid, hat der Moon sich halt ein Stück weiter gedreht. Und das ist keine super exakte Wissenschaft. Ihr müsst die Zone nicht auf einen Millimeter genau treffen. Ihr solltet ungefähr drüber fliegen. Und ich würde sagen, ich nehme das Manöver jetzt mal so. Und wir gucken mal, dass wir es geflogen bekommen. Also, das ist eine relativ kurze Zündung, 175 Meter pro Sekunde. Aber ihr seht schon, diese Changes kosten uns natürlich relativ viel Sprit. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich mit so viel Toleranz geflogen bin, weil ich das hier sonst gerade nicht tun könnte und danach noch nach Hause fliegen. Jetzt schauen wir mal, wie gut das mit den Messungen klappt. Hier fliegen wir schon mal dran vorbei. Großer Erfolg. Letzten Endes dreht sich der Moon aber. Es ist nur eine Geduldsfrage. Also ihr könnt letztlich auch das aussitzen, wenn euch langweilig ist. Ich würde es jetzt, wie gesagt, da ich den Treibstoff habe, über die Manöver in so wenig Orbits wie möglich versuchen zu erledigen. Aber wir können auch einfach warten, dass der Moon sich dreht. So, ihr seht, unser Orbit dreht sich jetzt einmal so, wie wir das geplant haben, um die ganze Geschichte rum. Ich glaube, das reicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch nah genug sind. Bin sehr gespannt, ob das reicht, um die Zone zu betreten. Die kriegt dann hier so eine Meldung angezeigt. Die überfliegt Zone XYZ. Jetzt sind wir drin. Und das Einzige, was wir jetzt tun müssen, um das zu erledigen, ist Temperatur protokollieren. Fertig. Ihr bekommt jetzt hier oben die Meldung. Hier kriegt ihr auch das Häkchen. Wir haben LLXQ, haben wir erledigt. Das könnt ihr jetzt senden, das könnt ihr auch zurücksetzen, das ist völlig egal. Das ist einfach nur unsere Aufgabe gewesen. So, und jetzt werden wir eine weitere Runde fliegen. Der wichtige Part, der jetzt kommt, ist natürlich, mit jeder Runde, die wir machen, wird sich der Moon ein bisschen weiter drehen. Ich kann euch das mal zeigen. Ah, wartet mal, wir fokussieren mal auf den Moon, dann sieht man das ein bisschen besser. Wir gerade irgendeine gefährliche Höhe? Nee. So, seht ihr das? Huch, warum konnte ich so schnell Zeitraffern? Wow. Okay, ich mache das mal ein bisschen langsamer. Warum konnte ich gerade so schnell Zeitraffern auf der niedrigen Höhe? Seht ihr den Effekt? Wenn ihr in einem polaren Orbit seid, früher war das stärker eingeschränkt. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade in so einer niedrigen Höhe so schnell Zeitraffern kann. Es ist mir ein völliges Rätsel. Ihr seht den Effekt, dass der Moon sich unter uns durchdreht. Und das hilft jetzt natürlich eine ganze Menge, denn wir müssen nicht mehr
korrigieren, sondern wir lassen jetzt einfach die Zeit für uns arbeiten. Wir verbrauchen absolut keinen Treibstoff, um in diese Zone zu kommen. Die dreht sich nämlich so wie alle anderen Zonen auch in unser Manöverprofil rein. So, mal gucken, ob wir es schon betreten. Ich glaube, das ist noch ein Orbit zu früh. Ne, ist schon drin. So, und jetzt machen wir wieder nichts anderes, als unser Thermometer abzulesen und Temperatur protokolliert und erledigt. So, und so geht das Spiel jetzt die ganze Zeit. Das Einzige, was wir jetzt ein bisschen beachten müssen, ist, hier müssen wir jetzt sehr viel tiefer gehen. Das heißt, ich lasse die jetzt mal reindrehen. Aber ich denke, einen Orbit können wir noch. Denke, wir können immer noch einen Orbit. So, und jetzt müssen wir echt aufpassen. Und es empfiehlt sich, das auf der gegenüberliegenden Seite zu machen. Also hier sind die Beobachtungen. Das heißt, hier hinten müssen wir die Bremsung einplanen. Wir müssen jetzt hier Manöver anlegen, was uns unter die 8300 Meter, das ist das Niedrigste von den Dingern. Das heißt, wir sollten auch nicht niedriger als 8300 Meter in der Periapsis gehen. Im Idealfall da, wo die Typen sind. So. Das ist ja schon der schwierige Part. Ich gehe jetzt hier mal auf 8 und werde uns dann gleich noch ein bisschen flacher bremsen. Also 8 Kilometer ist riskant auf dem Moon, denn die höchste Erhebung hat 10,6. Ihr könnt so seitlich immer mal durchgucken, wenn Gestein eure Manöverlinie kreuzt. Schlecht. Okay. Vom Moon aus dem Orbit zurück. Also ich würde, je nachdem, wie gut du bist, mit dem Manöverplan so 400, 450 Delta V einplanen. Damit kann man Return Orbit eigentlich, oder kann man Direct Return eigentlich fliegen. Wir gucken uns das gleich nachher nochmal an für den Return. Okay, das ist unser Abflugvektor. Jetzt bringen wir uns mal auf diese Höhe runter. Jetzt wird es halt ein bisschen knifflig. Auch hier empfiehlt es sich wieder, wenn ihr riskante Sachen macht. Ich fliege jetzt das Manöver. Das kann man relativ einfach ausgleichen. Das sind 5 Meter pro Sekunde, die wir irgendwie angleichen müssen. Das heißt, nochmal gucken. 7,9 ist nicht so schlau. Wir gehen einen kleinen Ticken höher. 8 wollten wir. Also ich habe mich ein bisschen vertan. So, 8 Kilometer. Und jetzt drücke ich F5. Ich drücke F5, weil wenn irgendwas jetzt im Zeitraffer passiert, habe ich nochmal die Chance zu handeln. Jetzt mache ich einen Zeitraffer hier vor. Okay, jetzt geht er auch nicht mehr ganz so schnell, oder? Ja, okay. Also hier zieht er uns jetzt ein bisschen raus. Oh nein. Ah, die PE von 8550 ist das große Geheimnis. Stelle ich gerade fest. So, wir machen jetzt mal was Lustiges. Gucken, ob wir das damit ein bisschen. Ich will meinen Zeitraffer zurückhaben. So, das hätte ich gern geflogen. Dann haben wir die Periapsis wieder über 8550. Okay, den Rest können wir relativ einfach angleichen. Scheinbar ist da eine neue Grenze eingeführt worden. Relativ interessant. Ich lerne auch noch was dazu, seht ihr? So, 8565. Und jetzt hoffe ich, der Zeitraffer geht wieder ein bisschen schneller. Sieht gut aus. So, wir brauchen nämlich noch einen Orbit locker. Und ich denke mal, jetzt können wir an der Periapsis. Trauen wir uns das zu bremsen schon? Es könnte klappen, muss aber noch nicht, ne? Ich nehme noch einen Orbit mit. Ja, war eine gute Entscheidung. Das ist aber so ein bisschen Pi mal Daumen. Wir können ja auch auf der Seite noch durch das Gelände durch. So, jetzt werde ich uns, glaube ich, runterbremsen.
So, damit sollten wir auf jeden Fall tief genug sein. Wir müssen das gleich ein bisschen wieder hochziehen, aber der erste, den wir machen, ist 9,5 Kilometer. Da sind wir auf jeden Fall drunter. Und jetzt können wir nicht mehr schneller machen, aber die werden wir jetzt treffen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir im nächsten Orbit die anderen beiden kriegen. Schauen wir mal. Das ist immer so ein bisschen nervige Arbeit, aber die Dinger sind relativ gut bezahlt. Und in so Situationen wie am Moon sehr einfach zu lösen. Genau, mit dem Navigation starten, das machen wir gleich, wenn wir das mal per Flugzeug machen. Das ist hier nicht so richtig hilfreich. Das ist hilfreich, wenn man landen muss auf dem Moon. Also so Dinger am Boden hat. Aber beim Raumschiff ist es relativ egal. So, dann haben wir als allererstes ihn hier. Und Crew Report auch hier erledigt. Zack. So, ihr seht, wir sind auch gar nicht mehr hoch. Wir fliegen hier irgendwie 4,5 Kilometer über dem Boden entlang. So, und jetzt werden wir gleich ein bisschen die Sache nach außen ziehen, um Höhe zu gewinnen. Auf der anderen Seite die Apoapsis. Nicht zu sehr zu zerstören. Ich glaube, so stehen wir nicht so schlecht da. Okay. Oh Gott, Flugzeuge wird ganz fürchterlich. Flugzeuge wird richtig fürchterlich. So, ich ziehe das jetzt kurz hoch. So, jetzt sind wir bei fast 8 Kilometern. So, wichtiger Punkt, F5. Und dann könnt ihr hier wieder hinklicken, wo wir als nächstes hinwollen. Hierhin vorspulen. Das zieht sich jetzt im Moment. Wir dürfen halt nicht mehr als 10-fach Zeitraffern. Was aber ganz witzig ist, wenn ihr irgendwie Unterhaltung braucht auf dem Weg dahin. Ich finde, in so Tiefflügen sich den Moon anzugucken, ist auch immer noch mal ein besonderes Leckerli, weil das einfach spektakulär aussieht, wenn man da unterwegs ist. Und man dann auch noch sieht, wenn man in den Berg reinfliegt. So, also hier zum Beispiel solche Bergrücken, da wird es dann schnell mal relativ knapp. Wir können mal gucken, wo wir jetzt landen. Wir sind dann bei, ja, unter 3 Kilometern im Moment. Ja, 2,2 war das Niedrigste, was ich gesehen habe bisher. Also 2,2 Kilometer ist natürlich, wenn man sich gerade sehr, sehr schnell bewegt, relativ nah am Boden schon. Das wirkt dann immer so ein bisschen unangenehm. So, und ich bin mal gespannt. Also ich denke, den hier oben kriegen wir in dieser Runde auf jeden Fall. Ob wir ihn hier schon kriegen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dadurch, dass der Zeitraffer jetzt ein bisschen langsamer unterwegs ist, dauert das natürlich auch ein bisschen länger. Das Schöne ist, für ihn können wir dann wieder an Höhe gewinnen und den in Ruhe zu uns spulen. Und währenddessen richtet sich auch unser Polarorbit für einen guten Escape wieder aus. Das ist dann auch relativ hilfreich. 21 Minuten noch, also keine echten Minuten, zeitgerafferte Minuten, bis wir da sind. Dann, oh, ich bin mir nicht sicher. Das wird richtig knapp, den noch zu kriegen. Aber den auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und der könnte tatsächlich auch schon klappen. Es ist nicht so weit weg. Ich meine, wir sind jetzt erst auf der anderen Seite. Der wird noch bis hier rankommen, denke ich mal. Ungefähr. Das könnte hinhauen. Das könnte knapp hinhauen. Dann haben wir in einem Schwung vielleicht beide und können mit massiv viel Enthusiasmus in die nächste Runde gehen. Ich sehe auch gerade, wir haben auch eine sehr gute Zahl, was unsere Delta V angeht. Das Leadmobil. Sehr gut. So, ich bin sehr gespannt, wo er steht, wenn wir da sind. 11 Minuten noch. Ah, doch, das reicht. Das reicht. Chaka. Das wird reichen müssen. Da müssen wir nicht noch im Orbit fliegen. Wie habt ihr Ostern bisher so verbracht? Mal eine gute Frage zwischendrin.
Bastel, vielen lieben Dank. Du hast vor etwas mehr als einer halben Stunde 20 Monate reingehauen. Dankeschön dafür. At home, sehr, sehr vorbildlich. So gehört sich das. Heute Abend auch mit meiner Frau zusammen Raclette machen. Und unser Gast ist per Videokonferenz hinzugeschaltet. Das wird sicherlich witzig. Das ist mein erstes Vico-Raclette. So, da unten kommt die Kapsel. Ich finde, so eine Krise hat auch Chancen. So eine Krise hat auch Chancen. Ich bin sehr gespannt. Das sind dann quasi zwei Raclette auf jeweils der anderen Seite aufgebaut und wir werden uns per Videokonferenz treffen und gemeinsam Raclette machen. Der Terminus ist Remote Raclette. Entschuldigt, mein Gast korrigiert mich gerade, dass es ein Remote Raclette ist, kein Vico Raclette. Das war natürlich mein Fehler. Das war natürlich mein Fehler. So, jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir diese Zone hier abgegrast bekommen. Das würde mich sehr glücklich machen. Na, reicht es? Jawohl, das ist doch schön. Dann haben wir das nämlich durch. Crewbericht, zack. Und dann kommt gleich noch der andere Crewbericht. Und dann haben wir diesen Auftrag komplett abgewickelt. Also die werden so Stück für Stück quasi erledigt. Und sobald ihr alle Einzelparameter abgehakt habt, erhaltet ihr den Komplettauftrag ebenfalls. So, jetzt haben wir halt zwei bekommen. Wir haben einmal den Auftragsparameter, den einzeln bezahlten. Und wir haben auch noch den Gesamtauftrag. Und das Schöne ist, dass wir jetzt quasi ein bisschen beschleunigen können. Offside-Omelette. Sehr schön. Offside-Omelette ist auch auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir müssen über 12,4. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal so auf 13 Kilometer. Zack. Und dann werden wir uns gleich noch auf der Apoapsis ein bisschen auf der anderen Seite noch höher brennen. Ich mache hier mal ein ganz klassisches Vorspulen. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal in langsamen Schritten raus. Ja. Ach ja. Phone Fondue wolltest du sicherlich sagen. Phone Fondue. 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 Aber das ist dann ohne Bild, oder? Der Morph, hi. Grüß dich. So, also, wir grasen jetzt noch diese eine Messstelle ab, und dann haben wir so ziemlich alles erledigt. Was wir jetzt noch machen können, wir haben gerade auch eine Funkverbindung, ist, noch haben wir eine Funkverbindung. Einen Crewbericht raussenden nochmal. Das haben wir nämlich noch mit Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um den Moon. Na, sowas vergisst man immer gerne. Das ist auch nochmal ein ordentlicher Schlag Kohle. Und wie ihr seht, kann man den Moon schon ganz schön ausschlachten, was Wissenschaftsdaten und vor allen Dingen auch Geld angeht, wenn man das schlau anstellt. Weil ja, die eine Rakete, die wir jetzt gebaut haben, die war vielleicht ein bisschen komplexer, aber man muss bedenken, dass wir damit jetzt natürlich auch sehr, sehr viele Aufträge erledigt haben, ohne dass die super schwer zu fliegen war. Also ich bin mal gespannt, was ihr so sagt, wie ihr eure Moon-Rakete konzipiert, ob ihr sie ein bisschen einfacher macht. Aber der Lander an sich in dieser Konstruktion ist eine sehr schöne Art und Weise, wie man Low-Tech relativ viel rausholen kann aus der Kiste. So, wir pushen jetzt unsere Periapsis auch so auf 13 Kilometer hoch. Zack, und damit haben wir jetzt einen guten Zeitraffer zur Verfügung, hoffe ich. Theoretisch müsste jetzt der Time Warp nämlich wieder bis sonst da wo gehen. So, und jetzt können wir einfach den Moon durchdrehen lassen unter unserem Orbit. Und das Schöne ist, dass unser Orbit sich parallel auch noch ausrichtet für einen Rückflug. Was ich nachher möchte, ist so ein bisschen in die Richtung quasi zu fliegen. Das werden wir uns dann gleich mal angucken, wie das funktioniert. Ob wir da noch rechtzeitig unser anderes Biom noch erledigt bekommen. Aber jetzt wird der Winkel fast schon ein bisschen steil. Also mal gucken, wie sich das so ergibt. Wenn nicht, drehen wir noch eine Runde. Wir haben ja Zeit. Dem Kerbel geht es da ja gut. So ein Moon braucht immer einmal im kompletter Umlauf, dauert, glaube ich, 5, 6 Tage. 6 Tage müssen es sein.
die Kurbelwoche. Da brauchen wir ein bisschen Geduld. So, und jetzt kommen wir gleich hoffentlich in Kontakt. Ein Orbit geht noch. Ich glaube, der müsste es jetzt sein, oder? Oh, einer noch. Der reicht, glaube ich, noch nicht. Nee. Na gut, einer sei ihm noch gegönnt. Ja, Achilles, das ist ein bisschen auch mein Problem, diese Sucht, so viel wie möglich mit einer Mission zu erledigen. Die macht es nicht immer einfacher, die verkompliziert dann die Raketen enorm und führt dann auch eher zu Fehlern. Aber auf der anderen Seite, das ist ja das Schöne, es ist ja ein Sandbox-Game. Jeder kann so seine Motivation auf andere Art und Weise aus dem Spiel ziehen. Wenn jemand sagt, meine Motivation ist es, sehr einfache Raketen zu bauen und viele Missionen zu fliegen, ist das genauso okay, wie wenn man sagt, ich baue die mörderkomplexe Rakete, die alles gleichzeitig kann. Ist egal. Es gibt nicht nur den einen Weg, das zu lösen. Man sollte das so machen, wie man halt Bock drauf hat. Ich habe den ersten Vorbeiflug an der Sonne eingeleitet. Soweit wollte ich heute gar nicht mehr, aber gut, manchmal hat das Spiel auch interessante Bugs. Oder es hat irgendwas aus der Umlaufbahn geschossen, irgendein Stück Blech oder so. Kann natürlich sein. Habe ich irgendwas um die Sonne geschossen? Tatsächlich, da, guck mal. Irgendwas. Ein Trümmer vom Moon Orbiter hat unsere Umlaufbahn verlassen und kreist jetzt um die Sonne. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben kostenlose Forschungspunkte bekommen. So, wie komme ich effizient zurück? Das Ganze funktioniert natürlich sehr viel leichter aus einem Äquatorialorbit. Aus einem Polarorbit funktioniert es auch. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich euch den Äquatorialorbit jetzt einmal zeige. Und ich glaube, die Antwort ist ja, weil die meisten fragen sich das, wie komme ich effizient nach Kerbin zurück und wie viel Delta, wie kostet das eigentlich genau? Die Frage war eben da. Eher nicht in Bezug auf Polarorbits. Deshalb machen wir jetzt mal das andere Stück. Ich hoffe, ich habe noch genug Sprit dafür. Also wir gehen in einen niedrigen Moon-Orbit. Ah, und danach habe ich auch nicht mehr viel Sprit. Das heißt, das passt doch ganz gut, dass wir das machen müssen. So. Das passt doch ganz gut. 660, dann habe ich noch so 700. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das reicht. Wenn nicht, lernen wir gleich noch was. Okay, also wir gehen jetzt erstmal zurück in den seitlichen Orbit, in den Äquatorialorbit. Das hat nichts mit der Mission zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass wir jetzt mal diesen idealen Rückkehrdings ausloten. Das heißt, zack, da einmal hin. Und dann richten wir uns aufs Manöver aus. Und es gibt so einen ganz speziellen Winkel, mit dem man den Direct Return eigentlich fliegen kann. Und der ist dann relativ effizient. Ich weiß jetzt leider noch nicht aus dem Kopf, wie effizient. Deshalb testen wir es einmal. Ich hoffe, dass ich dadurch, und wenn man solche Sachen hat mit, ich hoffe, dass ich dadurch nicht die gesamte Mission kaputt mache, drückt man F5. Schnell speichern. Habe ich jetzt gerade gemacht. Also wir haben jetzt einmal ein Save, bevor ich dieses Manöver fliege, weil das ist eventuell mein Point of No Return, wenn ich mich verschätzt habe. Ich glaube, es haut hin, aber wir gucken mal. Wie ändere ich die Flugbahn eines Orbits? Also, du meinst das, was ich jetzt hier gerade mache? Und Papa Flea, vielen lieben Dank für den Resub. 7. Monat auch schon. Dankeschön. So, wir zünden jetzt. Genau, das sind diese pinken Nupsis beim Manöver. Oder lila, das könnt ihr jetzt nennen, wie ihr wollt. Die Dreiecke. So. Jetzt haben wir nämlich noch 600 und ein bisschen Delta V zur Verfügung. Und wir alle hoffen, dass es reicht.
für einen Rückflug. Also, wir tun jetzt mal so, als ob ihr nicht in einem Polarorbit wart, sondern aus eurer ganz normalen Moonlandung zurückkehrt in einem schönen Äquatorialorbit mit, ich habe jetzt 12 mal 14, glaube ich, ja. Also eher 13 mal 15 ist näher dran. So, und was ihr jetzt machen könnt, ist quasi, ja, der Winkel müsste ungefähr so sein. Ich muss das auch immer so ein bisschen nachkorrigieren. Also leicht nach innen gegen die Rundlaufbahn des Moons. Also der Moon umkreist Kerbin gegen den Uhrzeigersinn, okay? Gegen den Uhrzeigersinn. Wir zielen in die Richtung, leicht nach innen, wo der Moon herkommt, okay? Und dann geben wir Gas und das wird irgendwann in einem Exit enden. Und dieser Exit im richtigen Winkel geflogen, wird uns relativ nah an Kerbin ranbringen. Jetzt muss ich nur einmal gucken, wo der richtige Winkel ist. Da ist er. So, und den kann man jetzt noch so ein bisschen auf die Spitze bringen. Also ihr seht jetzt, der Winkel ist so ungefähr, boah, was soll das sein? 35 Grad oder sowas. Und wenn ich den jetzt weiter beschleunige, seht ihr da hinten die Periapsis. Ich habe die mal angeklickt. Um Kerbin immer weiter nach unten gehen. Und die bringe ich jetzt einfach auf 35 Kilometer runter. Und dann ist die Antwort auf die Frage, wie viel Delta V brauche ich, um aus einem niedrigen Moon-Orbit in einen Wiedereintritt nach Kerbin zurückzukommen? 277 Delta V. Pi mal Daumen. Also sagen wir doch einfach 300. Ihr braucht 300 Delta V, um aus dem Orbit des Moons wieder zurückzukommen. Wichtiger Part, das wird ein sehr heißer Wiedereintritt, wenn ihr das so macht. Just saying. 35 Kilometer fängt euch auf jeden Fall safe ein. Tötet euch normalerweise nicht, wenn ihr ein Hitzeschild habt. Und kostet euch 277,2 Meter pro Sekunde. Oder bis zu 300. Auf jeden Fall nur mit Hitzeschild. So, und jetzt probieren wir den mal aus, würde ich sagen, oder? Wir schauen mal, ob das so funktioniert. Ich fliege auch irgendwie falsch rum. In die andere Richtung ändert das nichts an der Aussage. Es ist so leicht nach innen, der Winkel. So. Es gibt halt diesen einen Winkel. Wie gesagt, das sind so, ich habe jetzt kein Geodreieck da, aber so 30, 35 Grad nach innen gegen, das ist ganz, ganz wichtig, gegen seine Umlaufbahn. Weil sonst bremst ihr den Orbit nicht runter, sondern macht ihn noch größer und dann fliegt ihr da hinten einfach zur Sonne weg. Das ist dann halt sehr unangenehm. So. Juti, dann würde ich sagen, 15 Sekunden und dann machen wir die Zündung zurück nach Hause und bringen all diese leckeren Wissenschaftsdaten, die wir gesammelt haben. Also wir müssen ja eigentlich nur noch den Moonstein abgeben plus den Wissenschaftskram, den wir noch extra bekommen. Den geben wir dann ab. Auf geht's. Ich finde, MechJab ist nicht zwingend cheaten. Ich habe am Anfang, als ich mit KSP angefangen habe, auch ganz viel mit MechJab gespielt, tatsächlich. Weil es auch irgendwann leid war. Und auch hier gilt wieder, richtig ist, was einem Spaß macht. Ich habe halt irgendwann mal aufgehört, MechJab zu nutzen, weil ich unheimlich viel Spaß für mich draus ziehe, diese, auch wenn es mich manchmal in den Wahnsinn treibt, solche Manöver auszutüfteln oder auch mehrfach Manöver auszutüfteln, weil mir das Spaß macht. Wenn jetzt jemand sagt, mir macht aber Spaß, die Experimente zu machen unten und ich will da einfach nur irgendwie hin und dafür benutze ich MechJab. Na klar, ist das falsch? Nein, es ist nicht falsch. Das ist einfach, ihr spielt das Spiel dann halt anders, weil ihr so Spaß aus diesem Spiel zieht und das ist euer Spiel, ihr habt dafür bezahlt. Um Himmels Willen, macht nicht, was andere Leute euch sagen, wie das Spaß macht. Guckt euch gerne an, wie ich Sachen löse, aber wenn ihr sie anders löst und das funktioniert für euch, um Himmels Willen, tut das. Das ist ein Sandbox-Game. Ihr sollt Spaß daran haben. Also es gibt kein, gut, es gibt ein Cheat-Menü, das ist dann wirklich Cheaten. Aber je nachdem, welche Mods ihr gerne benutzt und wofür ihr die benutzt, macht euch das so, wie euch das glücklich macht. Ne? Und spielt das Spiel auch so, wie es euch glücklich macht. Nur weil ich zum Beispiel auch ein großer Verfechter des Karrieremodus bin, heißt das nicht, dass der Sandbox-Modus nicht auch super sein kann, um sich auszutoben. Und manche bauen halt dann gerne riesige Raumstationen. Um Himmels Willen, klar.
Es ist ein Spiel, Leute. Es soll Spaß machen. So, und jetzt haben wir den großen Vorteil. Wir müssen jetzt gar nichts mehr tun. Wir können uns jetzt einfach hier treiben lassen. Vom Moon weg. Der wird jetzt immer kleiner. Und dann lassen wir uns nach Körben ranziehen und werden. Aber wir haben jetzt 31 Kilometer, das ist auch immer noch okay. Ich gehe mal noch ein bisschen Prograde tatsächlich. Weil ich vielleicht doch lieber. Ich will euch zeigen, dass die 35 Kilometer reichen und ihr damit nicht ganz so hart wieder eintretet. Also ich mache jetzt bewusst 35,8 Kilometer. So. Und ich setze. Oh Gott, wie war das? Der da? Nee, der da? Wie kriege ich nochmal den Fokus zurück? Oh Gott, ich hätte nicht alles umstellen sollen. Da war es. Das Dächlein. Das Dächchen. Ich weiß nicht, das Dächchen hat bestimmt einen deutschen Namen. Das Dach. Das spitze Dach. So. Und jetzt lassen wir uns schön randriften auf die 35 Kilometer. Wir werden natürlich vorher noch unseren ganzen Mist abwerfen, den wir da so haben. Und dann treten wir in die Atmosphäre ein und lassen ihn einfach mal machen. Und werden dann gleich feststellen, dass das alles ganz gut funktioniert. So, hier ist mein Staging jetzt ein bisschen kaputt. Achtet auf sowas immer. Ihr könnt natürlich auch per Hand stagen, aber ich ziehe es jetzt einmal auseinander. Dann sprengen wir hier einmal ganz kurz unseren ganzen Mist weg und haben jetzt das Hitzeschild auch freigelegt und können jetzt schon mal retrograd gehen. Ich mache mal retrograd Oberfläche und dann lassen wir den Knaller mal in die Umlaufbahn eintreten. Und ich würde sagen, ich mache ein bisschen heller für euch, dass ihr auch was sehen könnt. Ja, müsste das ganz gut klappen. Und der Rest kommt dann durch die Wiedereintrittseffekte. Wie gesagt, 35 Kilometer, sind sogar 36, liegen an. Und dann werdet ihr jetzt gleich einmal sehen, dass es damit dann immer noch ganz hervorragend klappt, Wiedereintritt zu fliegen. Hitzeschild wird jetzt sehr schnell sehr heiß. Ich hatte ja vorhin gesagt, 100 hätten auch gereicht. Das heißt, wenn ich recht hätte mit der Aussage, wir werden jetzt wahrscheinlich gleich die Solarpanels verlieren. Nicht erschrecken, das knallt gleich. Ist fertig. So. Wenn meine Aussage stimmt, hätten uns 100 Ablator gereicht, um vom Moon zurückzukehren. So, was passiert mit unserer Umlaufbahn? Ihr seht, die wird gerade deutlich eingebremst. Und wir kommen immer tiefer rein in die Atmosphäre. Und ich denke mal, reicht das für die Tag-Nacht-Grenze? Ich glaube, es wird knapp. Ich weiß nicht, ob wir einen coolen Sonnenaufgang hinbekommen. Zirkumflex, echt? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weine innerlich. Und das von dir. So, und da hinten kommt tatsächlich der Sonnenaufgang. Das sieht doch ganz gut aus, dass wir den noch bekommen. So, 163 Ablator noch. Und ihr seht, die Last auf dem Hitzeschild hier oben sinkt schon wieder. Also wir verbrauchen immer weniger Ablator. Wir sind also richtig gut unterwegs und können jetzt ganz gemütlich wieder eintreten und die Landung machen. Es ist wirklich exakt an der Grenze zum Sonnenaufgang. Sehr schön. Und das sieht ganz gut aus, dass wir mit den 100 durchgekommen wären, mit den 100 Ablator. Wir sind nämlich gleich durchs Schlimmste durch. Und da geht die Sonne für uns auf. Sehr schön. So muss das sein. Und dann gucken wir mal, wie viel Wissenschaftsdaten da noch für uns abfallen. Ich denke, das wird auch ein bisschen was sein. Also so eine umfangreiche Moon-Mission könnt ihr mit rechnen, dass je nachdem, wie viele Spots ihr besucht, wie viel ihr mitnehmt, so 300 bis 500 Wissenschaftsdaten oder Wissenschaftspunkte auf jeden Fall mitnehmt. Plus eben das, was ihr aus den Missionen noch erhaltet. Da kommt dann doch schon einiges zusammen und das hilft euch am Anfang natürlich enorm, um weiterzukommen und die Sachen zu lernen. So. Ich mache jetzt mal den Physics Time Warp ein Stück weit an, weil so viel Spannendes passiert jetzt nicht. Und wir sind bei 142 von 200 Ablator. Also wir haben nicht ganz 60 verbraucht.
bei unserem Wiedereintritt und können jetzt hier noch gemütlich zu gucken, wie die Sonne wieder untergeht, während wir ins Wasser fallen. Mal gespannt, ob sie auf der Oberfläche tatsächlich noch da ist. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, da ist unten ist es noch dunkel. So, und was wir jetzt machen können, ist schon mal den Fallschirm raus. Der ist safe. Das heißt, einmal noch stagen, dann ist er schon mal pre-deployed und wird sich dann gleich komplett entfalten. So, da ist die Sonne wieder weg. Oh nein, es ist wieder dunkel. Morgenstund hat Wasserlandung im Mund in diesem Falle. So, und jetzt kommt der Full Deploy des Fallschirms. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt bei sowas noch den Hitzeschild abwerfen. Oder ihr könnt ihn dran lassen. Das macht halt nicht so viel Unterschied. Ne? Wichtig ist, dass ihr es immer erst tut, wenn ihr am offenen Schirm hängt. Sonst kommt euch das Ding halt wieder entgegen. Und das kann manchmal ungünstig sein, falls noch irgendwas Wichtiges an der Kapsel dran war. Endet immer in peinlichen Situationen, wenn man dadurch irgendwie einen Fallschirm verliert oder sowas. So. Jetzt heißt es Splashdown. Platsch. Raumfahrzeug bergen. Und dann gucken wir doch mal, wie erfolgreich unsere Mission war. Wir haben 522 Wissenschaftspunkte von der Mission verdient. Davon sind 30 halt auch nochmal das Zurückkehren unseres Raumfahrzeugs gewesen. Und haben insgesamt 782 Wissenschaftspunkte zur Verfügung. Das ist schon mal eine ganze Menge. Da kann man ein bisschen was mit anfangen. So. Und dafür gab es auch nochmal dick Kohle. Wir stehen jetzt bei 1,6 Millionen mit 782 Wissenschaftspunkten. Da geht schon ein bisschen was. Und jetzt gucken wir mal, was es hier so bei uns für Sachen gibt. Wir werden jetzt ein paar Sachen mal machen, die nicht direkt auf unseren Pfad einzahlen. Ich nehme den Erkunde Moon schon mal an. Das machen wir als nächstes dann und machen da weiter mit dem Docking, weil ich finde, Docking nochmal zu zeigen, ist auch immer unheimlich wichtig. Aber es kamen ein paar Fragen zu diesem ganzen Flugzeugeding und es kamen ein paar Fragen auch im vorherigen Tutorial schon zum Thema Satelliten und Umlaufbahnen. Ich fange mal mit den beobachteten Untersuchungen an. Das sind hier Crewberichte im Flug unter. Das sieht alles ganz gut aus. Es gibt die auch mit über. Die sind ein bisschen unangenehmer, weil man da wahrscheinlich so kleine Raketen am Anfang braucht, um da hochzukommen. Wir bauen uns jetzt gleich mal ein relativ einfaches Flugzeug. Aha! Und dann können wir noch sagen, wir nehmen uns diesen oder diesen. Ich nehme den, der mehr Geld gibt. Der hier gibt mehr Geld. Ich nehme den hier. Einen Satelliten in eine Umlaufbahn zu positionieren. Wir machen jetzt zuerst das Flugzeug und dann den Satelliten. Und dann werden wir wahrscheinlich nochmal zum Moon fliegen, habe ich so das ungute Gefühl. Ja, werden wir. So, lasst uns mit dem Flugzeug beginnen. Das erste, was ich dafür mal mache, ist, ich verbessere einmal die Landebahn, dass die mal betoniert ist. Können auch noch eins weitergehen, dann ist die richtig gut, aber ich glaube, so reicht erstmal, hoffe ich zumindest. Und wir verbessern einmal den Hangar hier, den Raumschiff-Hangar, in dem man Flugzeuge baut. Oh, ich hasse Flugzeuge, richtig. Ich hasse Flugzeuge nicht, ich bin einfach nur nicht gut mit Flugzeugen. Und wir gucken einmal wegen Flugzeugbauteilen. So, wir haben hier noch mit der Aerodynamik ein paar Zusatzbauteile, die können wir uns jetzt noch nehmen. Ihr könnt im Prinzip beginnen mit, naja, ich sag mal, wenn ihr hier so angekommen seid, könnt ihr halbwegs okayische Flugzeuge bauen. Also hier ist ein erstes Düsentriebwerk drin, hier ist ein kleines Cockpit drin. Hier kommt jetzt noch ein bisschen mehr Stuff dazu. Einlässe, anderes Cockpit, nochmal ein anderes Triebwerk. Ja, genau. Also kann man machen. Ab hier
Vorher finde ich Flugzeuge schwierig, muss ich sagen. Also ich finde Flugzeuge auch so schwierig, aber vor dieser Ebene würde ich es eher sein lassen. So, ist aber nur eine persönliche Meinung. So. So, was machen wir jetzt damit? Also, Flugzeuge sind, boah, ich als alter Superexperte werde jetzt wahrscheinlich viele Sachen auch nicht komplett super gut erklären, aber wir fangen einfach mal an mit Flugzeuge sind keine Raketen. So, ich hoffe, das hat euch schon mal geholfen. Ich würde tatsächlich sogar dieses Cockpit nehmen. Ach, wisst ihr was? Muss ich. Wir nehmen das kleine Cockpit. Und ich bleibe mal bei den kleinen Bauteilen auch. Es gibt diese Flüssigtreibstofftanks. Der Unterschied ist hier, dass ihr tatsächlich nur Flüssigtreibstoff drin habt, weil die Jettriebwerke keine Oxidatoren benutzen, denn ihr fliegt ja in der Atmosphäre. Und von daher geht das eben auch so ganz gut. Ich muss mal gucken, was für Adapter hier gut ranpassen würden. Das ist alles ein bisschen groß, ne? Dann nicht. Ach, der sieht doch schick aus. Wo auch immer der herkommt. Ich nehme den jetzt mal. So, und dann machen wir da hinten noch eine kleine Spitze drauf. Ihr seid hier in sehr guten Händen, was Flugzeuge angeht. So, das ist jetzt erstmal eine sogenannte Zigarre. Das wird ein fürchterliches Desaster, Freunde. Ich hoffe, euch ist bewusst, dass das ein fürchterliches Desaster wird. Also, was brauchen Flugzeuge? Flugzeuge brauchen natürlich Tragflächen. Das kann man jetzt so oder so lösen. Ich würde jetzt tatsächlich mal. Wo sind sie denn? Strukturflügel? Ich hätte jetzt eher einen Delta Wing genommen, aber wir gucken mal, wie groß die hier sind. Also, Flügelchen an die ganze Geschichte ran. Und was man jetzt machen kann. Oh Gott, jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir haben hier ein Center of Lift. Mit dem können wir entscheiden oder mit dem zeigen wir an, wo das Flugzeug gehoben wird. Und wir brauchen jetzt gleich noch ein Center of Trust. Das ist hier unten noch, weil wir haben halt noch keinen Trust. Wir machen das mit. Zwei von den kleinen Tanks. Die nehme ich so ein bisschen als den Ansatzpunkt für meine Triebwerke. So. Also das sind die MK0 Treibstofftanks. Die habe ich da jetzt drunter geschoben. Was ich jetzt mit denen mache, ist sie ein bisschen zu bewegen, damit sie halbwegs mittig sitzen. Zack. Und da kommen jetzt die Triebwerke ran. Ich nehme jetzt mal bewusst die Juno-Triebwerke, wenn ich sie finde, da. Das sind die kleinen, die ihr am Anfang auch kriegt. Und das Ganze braucht dann noch aerodynamische Einlässe. So. Ups. So. Zack, da kommt Luft rein. Da hinten geht Antrieb raus. Jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken. Wir brauchen noch Steuerflächen und wir brauchen noch ein Leitwerk. Das Leitwerk würde ich mal ganz unprofessionell, professionell mittig hier hinten drauf klatschen. Ist das richtig rum? Ne, ist jetzt natürlich so nicht. Ganz wichtiger Punkt. So nicht. So. Was ist denn jetzt passiert? Gott, oh Gott, oh Gott, irgendwas Schlimmes ist passiert. Ich nehme das mal nochmal neu. Also, hier ist es einfach falsch rum. Muss gerade die Taste finden. Ich nehme immer als letztes die Taste, die richtig ist. Ich drehe das einmal rum, weil ich dieses Bauteil einfach andersrum gebaut habe. So, damit haben wir schon mal ein Leitwerk. Das sitzt da auch nicht besonders gerade drauf, der Fairness halber. Ihr seht, Flugzeuge ist meine Passion. Flugzeuge ist meine Passion. Ich mache es jetzt ein bisschen weiter vorne drauf und schieb's nach hinten. Flugzeuge kann ich nicht so
Also, wenn ihr ein Flugzeugtutorial gucken wollt, sucht bitte nach einem Flugzeugtutorial. Guckt hier bitte nicht weiter. Dann war das sehr viel fehlinvestierte Zeit. Aber. So, Seitenruder. Jetzt brauchen wir noch Höhenruder. Ich hoffe, ich habe schon Höhenruder. Das sieht aber gut aus. Das sind diese Elevons. Die klickt man hier an die Tragfläche ran. Und wenn man das an der richtigen Stelle tut, dann halten die hoffentlich auch. Hochkonzentriert, wie ihr seht. Zack. So. Jetzt muss man noch mal gucken. Das Center of Lift und Center of Thrust sollten möglichst nah beieinander liegen, sonst überschlägt sich die Kiste sonst wohin. Entschuldigung, nicht Center of Trust. Meine Güte, das Center of Mass und Center of Lift sollten möglichst nah beieinander liegen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist hier einmal das blaue Bällchen und das gelbe Bällchen zueinander bringen. Das wird in Tränen enden. Sagt doch nicht, dass das in Tränen endet. Höchstens in Lachtränen. So, und das Center of Trust sollte möglichst mittig durch euer Flugzeug durchgehen, weil sonst dreht sich es halt in irgendeine Richtung. Jetzt kommt noch der unangenehme Teil der Bereifung der ganzen Geschichte. Ich nehme jetzt mal die kleinen Billo-Räder, also das, was man halt am Anfang hat. Das ist einmal dieses kleine Rad zum Lenken. Zack. Und diese kleinen seitlichen Stützräder, die ich übrigens immer falsch ansetze. Ich muss dann immer noch mal vorne gucken. Ja, die sind immer noch nicht ganz richtig. Glaube, so ist eigentlich korrekt, aber wie ihr seht, funktioniert das nicht so gut. So, jetzt müssen wir hier gleich mal die große Schiebeaktion machen. So, das Rad ist falsch rum. Du bist falsch rum. Das muss so. Das muss wirklich so. Also ernsthaft jetzt. Ich bin fest davon überzeugt, dass das so rum muss. So, jetzt schieben wir die noch wieder in Kontakt. Zack. Und siehe da. Es ward ein Flugzeug geboren. So, da ich hohes Vertrauen in meine fliegerischen Künste habe, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde natürlich zwei Fallschirme an dieses elegante Konstrukt anbauen, damit ich die Kabine retten kann, wenn alles schief geht. Ansonsten springe ich natürlich auch einfach mit dem Körbel ab, da bin ich relativ hemmungslos. So, ich empfehle für eure ersten Flugzeugversuche, wenn ihr nicht dauernd wieder speichern und laden wollt, durchaus über Fallschirme nachzudenken. Landen ist nämlich der schwere Teil vom Fliegen tatsächlich, auch in KSP. So, und jetzt hätte ich gesagt, lasst uns das einfach mal ausprobieren, weil jetzt kann ich euch das Zielen und so weiter zeigen und wir nehmen die Valentina mit, die darf auch mal was fliegen. So, und das ist der Flieger 1. Okay, also im Prinzip ist Flugzeug eigentlich nicht so schwer. Ich bin halt tatsächlich nicht gut da drin. Also wenn das jetzt ungefähr 17 Anläufe braucht, dann wundert euch nicht. Wenn das im ersten klappt, ist es ehrlich gesagt eher verwunderlich. In diesem Sinne fahren wir jetzt einfach mal los. Wie funktioniert Flugzeug? Flugzeug hat auch wieder ein SAS, kann man machen, muss man aber nicht. Hilft aber, die Sache ein bisschen stabil zu halten. Wenn ihr zündet, brauchen diese Triebwerke einen Moment, um anzulaufen. Und ihr habt sogenannte Intake Air hier vorne, mit der ihr dann die Triebwerke am Laufen haltet. So, das Flugzeug muss immer erst ein bisschen beschleunigen, bevor es abheben kann. Und dann könnt ihr mit nach hinten ziehen, vielleicht hochziehen. Das sieht nicht so gut aus, was ich gerade mache.
So nicht. Okay, das üben wir noch mal. Auf Start zurücksetzen. Wobbel, wobbel, wobbel. Ich glaube, dass es prinzipiell nicht schlecht war. Es ist nur so ein bisschen ins Eiern gekommen. Und ich glaube, es zielt, ja, ihr seht das auch, es zielt zu sehr nach unten. Also wir machen mal Flug zurücksetzen in den Raumschiffhangar. Das Fahrwerk ist ein bisschen hinten, das Fahrwerk ist zu hoch geworden. Das muss ein bisschen mehr begünstigen, dass uns das Triebwerk nicht auf den Boden drückt. Dann klappt es auch mit dem Abheben besser. So. Das sind halt so die kleinen Sachen. Ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich wüsste, woran es liegt. Ich glaube aber, daran lag es. Tja, 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 tja. So, jetzt sind wir nämlich ein bisschen mehr in die Richtung ausgerichtet mit unserem fliegenden Desaster, wo wir wirklich hinwollen. Und jetzt probieren wir das nochmal. Ich bin zuversichtlich. Ich bin tatsächlich mittelschwer zuversichtlich. Ah, zu wenig Lift, glaube ich. It went well. Okay, safe. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Lift tatsächlich. Ein bisschen zu wenig Tragfläche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es fliegt. So. Völlig professionell gestartet. Okay. Nehmen wir mal an, ihr habt das auch so gut geschafft wie ich. Dann habt ihr jetzt hier irgendwo eure Beobachtungssachen. Oh wow, da müssen wir hinfliegen. Das könnte jetzt eine Weile dauern. So weit weg. Wir müssen nach Ost, Südost. Die nachfolgenden Streams verzögern sich um circa 2 Milliarden Jahre. Genau, mit dem Sprit klappt das vielleicht, oder? Ich bin eigentlich zuversichtlich. So, wir müssen nach Südost. Das heißt, wir sehen es da auch schon. Wir können ein bisschen darüber gehen. Haha, oh, ja. Okay, also mein High-Performance-Flugzeug wird dafür wahrscheinlich ein paar Stunden brauchen. Die Frage ist, was machen wir so lange? Okay, ich hätte vorher checken sollen, wie weit das weg ist. Also wir müssen jetzt dahin fliegen. Die Navigation aktivieren, seht ihr jetzt hier unten, das ist der Effekt. Ich hatte jetzt gedacht, wir haben so ein lustiges Testding, wenige Meter um die Ecke. Dem ist nicht so. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir sind unterwegs. Naja, da ist auch keine andere Startbahn in der Nähe. Wie lösen wir das denn jetzt? Okay, lasst es uns trotzdem lösen, oder? Also, nachdem ich euch ein hochprofessionelles Flugzeug gebaut habe, zurück zu Lück. Wir müssen das nochmal kurz umkonzeptionieren. Denn dieses hochprofessionelle Flugzeug wird leider nicht ausreichen für das, was wir vorhaben. Wir brauchen irgendwas, was schneller fliegt. Ich hoffe, ich habe schon was, was schneller fliegt. Es hat ein bisschen wenig Trieb, ein bisschen wenig. So vielleicht. Wollen wir so tun? Wir müssen halt irgendwie hinkommen, ne?
So. Ist leichter, ist schneller, mehr Schub. Ich denke, ich bin unbesorgt. Ich habe das kurz mal modifiziert. Müssen wir irgendwas mitnehmen dahin? Ich bin zuversichtlich, dass wir das jetzt sehr viel besser hinbekommen. Und zurückkommen? Nein. Nein, da steht nicht zurückkommen. Aber nicht genug Sprit. Natürlich habe ich genug Sprit. So, jetzt muss ich das nur noch an eine Rakete schrauben und es suborbital dahin schießen. Ist das korrekt? Ich glaube, ungefähr so funktioniert es. Und ich meine das völlig ernst, was ich gerade sage. So, wir wollen ja da noch in unter 200 Jahren ankommen. Wir machen jetzt ein Raketenflugzeug draus. Also das wäre mein Konzept, wie ich da jetzt so weit wegfliege. Das dürft ihr gerne anders machen. Ich zeige euch jetzt, wie ich das machen würde. Wir machen ein suborbitales Space Shuttle draus. Das sollte keine Probleme ergeben. Dann kann ich da auch ein bisschen schneller hinfliegen. Was? Lass mich mal kurz was probieren. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das klappen sollte. Dann können wir nämlich ein bisschen schneller dahin fliegen. Weil wir müssen echt viel Strecke machen und ich glaube, suborbital hilft uns ein bisschen bei der Lösung dieser Problematik. Ah, ich habe solche Triebwerke noch gar nicht so groß, ne? Ärgerlich. Ach verdammt, wir haben da gar keine, warte mal, zack, zack, zack. So. Zack. Vier Stück. Abtrennen, zünden. Ich glaube, das klingt für mich sensible. Die Frage ist halt, ob wir genug Schub haben mit den Dingern, um das unter Kontrolle zu halten am Anfang. Das ist so meine Hauptsorge, ehrlich gesagt. Ich befürchte, die Antwort darauf ist nämlich nein. So, 1,66 und jetzt geben wir ihm noch ein bisschen Kontrolle in der Mitte rein. So, verdammt, warum ist das so weit weg? Also der Flugzeugteil ist der nicht experimentelle, falls ihr... Oh Gott, guckt woanders Flugzeugtutorials, ehrlich. Aber das ist eher der unterhaltsame Teil. So, let's do this. Let's do this. Ich bin zuversichtlich, dass das richtig gut funktionieren wird. Es ist quasi so eine Art Mini-Space Shuttle. Wenn ihr Fragen habt, fragt jemand anders. So. Wollen wir? Das geht bestimmt richtig schief. Los geht's. Gib zu, das war ein bisschen erwartungsgemäß.
Wow. Bin zuversichtlich, dass das so funktioniert. Ach stimmt, so dreht er ja auch noch in die Richtung, ne? Das stimmt. Alles gut. Zweites Flugzeug an die andere Seite. Das ist natürlich auch eine Idee. So, wir zünden einfach das Ding mit. Ich glaube, so funktioniert das. Los geht's. So funktioniert das. Ich glaube, wir können das sogar gerade lassen. Wir nutzen das Flugzeugtriebwerk, um das aus zu tarieren. Das ist sicherlich auch keine gute Idee. Und los. Ist schon ein bisschen besser. Bisschen besser. Und los. Vielleicht baue ich einfach das Flugzeug. Oh, wir könnten das Flugzeug einfach mit Raketen ausstatten. Ja, also. Hoppla. Ich hab's gleich. Oh mein Gott. Ich hab's unter Kontrolle. Genau, das ist der Auftrag mit der Humanzentrifuge. Korrekt. Mir ist bekannt, dass da keine Räder dran sind.
Aber ich würde gerne mal was testen. Oh. Es stallt so ein bisschen, habe ich das ungute Gefühl. Ich krieg die Nase gar nicht hoch. So, okay. Wir sind mittlerweile mit dem Flug fertig gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher, aber für die, ich glaube, die Idee verwerfen wir nochmal. Wir machen das mit den Rädern nochmal. Ich glaube tatsächlich, mit einem guten Haupttriebwerk ist das wahrscheinlich gar nicht so ein Riesendrama. Die einzige Frage, die ich mir noch so ein bisschen stelle, ist, haben wir genug Air-Intakes an der Nummer dran? Ich würde hier nochmal hinten, glaube ich, zwei Stück irgendwie ran konzipieren wollen. Kann man das machen? Das sieht auf jeden Fall sehr jetmäßig aus. Schauen wir mal, ob wir das Ding gestartet bekommen. Ich will ja gar kein Space Shuttle fliegen. Ich will ja eigentlich will ich ja nur meine Aufgabe erledigen. Ich habe mich vielleicht ein bisschen im Spaß der Sache, sehr weit zu kommen, verloren. Hallo und willkommen übrigens auf meinem YouTube-Kanal, wo auch Tutorials mal völlig eskalieren. Hier falsch. Jetzt sind sie aber in der Richtung noch falsch, oder? Jetzt. So. Also, wir haben das jetzt einfach mal ein bisschen mehr Airflow und ein bisschen mehr Triebwerk verstärkt und hoffen ehrlich gesagt auf das Beste. Ich bin zuversichtlich. Ihr seht, ich bin so schlecht in Flugzeugen, wie ich mit Raketen halbwegs gut bin. Man kann halt nicht alles können. Ich in dem Falle nicht so wirklich. Hier ist das getrennt voneinander. Oh Gott, die Räder sind auch schon wieder völlig falsch eingestellt. Geht auf jeden Fall gut vorwärts, die Kiste. Das war gar nicht gut. Aber das ist auch nicht gut gewesen, dass die so. Das war schlecht eingestellt. Gut, dann stellen wir hier noch mal das Ding auf jeden Fall auf bockelhart. Ich will nicht, dass der irgendwie rumeiert. Ob das eine schlaue Idee ist, kann ich euch gerade nicht beantworten. So. Zack. Ja, ich würde das schon gerne noch machen mit der Flugzeugmission. Ich habe sie ja angenommen. Wäre auch gut, wenn ich sie lösen würde. Aber ich habe es mit Flugzeugen einfach nicht so. So.
Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Ist halt sehr kurz, ne? Zieh hoch, los. Die sind auf jeden Fall schnell. Okay. Okay. Wir werden auf jeden Fall schneller da sein. Ich glaube, wir werden überschallmäßig dahin kommen diesmal. Holy shit. Jetzt geht die Bude aber ab. Okay, sie ist ein bisschen empfindlich. So, ich würde mal einen leichten Steigflug machen. In der Hoffnung, dass wir oben ein bisschen schneller fliegen können. So, mach eins. Wir sind auch schon fast da. So Leute, was machen wir denn jetzt so lange? Also unsere Reiseflughöhe ist auf jeden Fall nicht 10 Kilometer. Naja, ab einer gewissen Höhe geht den Triebwerken auf jeden Fall die Luft aus. Das ist safe. Die Frage ist halt, wo ist so unsere ideale Reisehöhe? Ich glaube, so 8 Kilometer sieht ganz gut aus, dass wir uns von der Geschwindigkeit her halbwegs halten und einen ganz leichten Steigflug haben. Bei dem Spritverbrauch kommen wir eh nicht an. Was? Warum sagst du denn jetzt sowas? Wir haben doch schon den halben Weg geschafft. Bitte dich. Ich bin eigentlich zuversichtlich. Im Moment zumindest.
Oh Gott, Leute. Ich guck mal was. Ja, wir scheinen uns ganz gut zu halten. Zeitraffer macht's möglich. Also Physics Time Warp beschleunigt die Sache schon mal um Faktor 4. Ich glaube, der ist jetzt genauso ausgetrimmt tatsächlich, Gulaschkanone, dass er sich automatisch zwischen 9 und 10 einpendelt. Guck mal, er fängt sich jetzt wieder. Ich bin mal gespannt, ob sich das hält. Also ich glaube, ich kann noch ein bisschen flacher tatsächlich vom Ansatz her gehen. Jetzt lassen wir ihn erstmal wieder Geschwindigkeit gewinnen. Guck mal, wir haben das halbe Gewässer haben wir hinter uns. Jetzt haben wir fast Macht 2 drauf. Ah, da hinten kommen schon Berge. Land in Sicht. Wir haben das große Meer überquert. Spannend, Winter in fremden Gefilden zu beobachten. Ja, ich kann auch Flugzeuge, wie man sieht. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da tatsächlich mit dem Sprit ankommen. So, ich gehe jetzt mal mit der Nase wieder ein bisschen runter, bevor ich den Zeitraffer wieder einschalte. Guckt euch dieses Wunderwerk der Technik an. Willst du wieder zurückfliegen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich das gerne nicht wieder zurückfliegen. So, wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen abdrehen. Ich nehme jetzt mal kurz Höhe, um Geschwindigkeit rauszunehmen. Wir haben auch das Äußerste aktiviert, oder? Ja, okay.
dass an meinem Flieger die Hälfte fehlt. Wieso? Cockpit, Räder, Triebwerke, Flügel. Safe, alles dran. Das sind Crewberichte. Ich habe extra vorher geguckt. Die hintere Hälfte meine ich, nee, das ist dran. Das muss so. Das ist eher so ein X-Wing. So. Ah, das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Wenn auch ein zähes Element. So, doch ein wichtiges des Tutorials. Die Leute auf YouTube haben echt Glück, die können einfach vorwärts klicken. Ihr müsst das ertragen. Laut Nevbar müssten wir schon da sein. Nee, noch nicht ganz. Also wir haben noch ein Stück Zeit, bis wir da sind. So. Ist leicht steigend. Und los geht's. Also mir ist bewusst, dass wir gerade leicht sinken, aber das fängt sich hoffentlich gleich durch die Geschwindigkeit. Ja, sieht gut aus. So. Ihr freut euch ja nur auch mal zu sehen, dass ich was nicht kann. So sieht's aus. Und das ist auch okay. Das ist auch okay. Aber guck mal, sprittechnisch, das sieht so aus, als ob wir fast noch den Rückweg schaffen könnten. Wollen wir zurückfliegen? Einfach so aus Professionalitätsgründen. Oh, irgendwas wird heiß. Sind das die Landedinger? Ja, ne? Fürs Tutorial, die Temperatur könnt ihr euch übrigens mit F11 einblenden. Nur um es der Form halber mal gesagt zu haben. Kommen Berge. Leute, da kommen richtige Berge. Das könnte ein Problem werden. Fahrwerk einklappen ist nicht. Das ist ein starres Fahrwerk. Das muss leider zum Spielen draußen bleiben. Das ist Low-Tech. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Gebirge. Leute, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir eventuell hochfliegen müssen.
Notfalls Flieger querstellen. Nein! Okay. Ich muss jetzt mal kurz. Ah, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Okay, ich gehe jetzt in den Endanflug Richtung Zielzone. So. Okay. Irgendwo hier im Vorgebirge ist es. Und dann fliegen wir darüber. Ich wollte gerade sagen, ist da ein Startplatz? Oh, wir sind da. So, dann fliegen wir direkt übers Gebirge dahin. Mal gucken, ob das funktioniert. Also eigentlich auch eine ganz schöne Sightseeing-Show, oder? Ist eigentlich mal ganz cool. Ich habe mich erst ein bisschen geärgert, aber eigentlich ist es ganz witzig, mit dem kleinen Flugzeug jetzt hier rumzufliegen. Oh Gott, das wird gleich nicht mehr so viel Abstand zum Boden sein, oder? Das müsste aber halbwegs gut klappen. Genau, so kann man auch mal die überarbeiteten Texturen sehen, genau. Man muss immer das Gute sehen, ne? Kommen wir da drüber bestimmt, oder? Ah, ein bisschen unter halber Tank. Jetzt mal ein bisschen Zeitraffer reinhauen. Das sieht gut aus. So, mal gucken. Ein bisschen nach links abdrehen. Und dann gar nicht mehr weit. Jetzt sind wir in der Zone. Sehr gut. Nächste Zone. Okay, es geht raus aufs Meer. So.
Ich hatte versprochen, dass ich das heute mit den Flugzeugen mache. Ich mache das mit den Flugzeugen. Aber so funktioniert das. Warum funktioniert nicht für die Science? Weil ich keine Antenne angebaut habe. Und ohne Antenne kein Funken. So. So. Ja, haben wir schon eine Mondmission gemacht, Hüder Paul. Der Anfang des Streams war eine komplette Moonlandung. Und wenn ich mit dem Flugzeug gleich durch bin, schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Weit ist es ja nicht mehr, aber ich glaube, ich würde tatsächlich probieren, den Rückflug zu machen. Mal gucken, ob das klappt. Also unser eigentlicher nächster Auftrag ist, zwei Raketen im Orbit des Moons miteinander zu docken. Aber erstmal müssen wir kurz die Flugzeugprobleme hier klären. So. Dann Hi Gilt. Oh Gott, oh Gott. Ist es eigentlich notwendig, die Flugzeuge zu machen für den Spielverlauf? Nein, ist es nicht. Das ist jetzt so eine Seitenmission. Ich mache das meistens in meinen Tutorials auch nicht. Wollte es jetzt aber mal zeigen, wie man diese Mission macht. Also die Mission an sich ist jetzt auch erledigt. Ja, das war was anderes. Zack, zack, zack. Und der Auftrag ist insgesamt abgeschlossen. Die sind relativ gut bezahlt, vor allen Dingen, wenn man so weit fliegen muss. Genau, aber es geht auch ohne. Also die Karriere kann man, glaube ich, spielen, ohne ein einziges Flugzeug zu bauen, meine ich. Zumindest wäre mir nichts bewusst, wo man eins bräuchte. Ach, seht ihr, einen polaren Orbit wollten wir noch machen. Naja, ich probiere jetzt mal den Rückflug. Dann schauen wir mal. Fliegt auf jeden Fall schon sehr viel besser jetzt mit weniger Gewicht.
Aber taucht er denn auf bei meinen Manövern? Ich glaube nicht. Ich glaube, das G-Meter kriegen wir so schnell nicht. Oder meinst du das Einschalten? Sorry, Guild. Yeah, I'm doing a German tutorial for Kerbal Space Program, so mostly German spoken. But feel free to ask questions in chat. Most of the guys are pretty fluent in English. Jawohl, so, mal gucken. Wir haben, na, ein bisschen Sprit haben wir noch. Wir sind jetzt ein bisschen höher. So super hoch ist es nicht, aber ich nehme mal wieder Fahrt auf. Nur ein bisschen aufpassen hier mit dem. Mit den Bergen. Das wird knapp, glaube ich. Ich lande, wenn dann ein Fallschirm, wenn es soweit kommen sollte. Also wenn es schief geht. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar reicht. Wir haben jetzt halt nicht mehr viel Gewicht, ne? Ich glaube, das reicht. Sogar knapp. Ja, aber ich bin unsicher. Ich gebe zu, ich bin unsicher. Ja, aber auf der hohen Höhe verliere ich halt auch viel Geschwindigkeit, ne? Es ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, was die beste Lösung gerade ist bei KSP. Ich versuche halt so ein bisschen ihn pendeln zu lassen zwischen hoher Höhe und hoher Geschwindigkeit. Ich würde ihn gerne so bei 9 irgendwo eingependelt bekommen. Aber bei 9 Kilometer haben wir schon ganz gut Schwung. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich ihn hier irgendwie stabil bekomme.
Da kommt jetzt halt viel mehr, ne? Das Problem ist, dass mein Prograde ja runtergeht, wenn ich runtergehe, und dann fängt er sich nicht wieder. Ganz schlechte Sache. Nicht im Zeitraffer lenken. So, ich nehme ihn jetzt mal ein bisschen hoch. Dann sind wir auch auf Kurs. Die sind jetzt halt fast bei Macht 2, ne? Das wird eine knappe Nummer. Das wird, glaube ich, nicht ganz reichen, oder? Ich glaube, es reicht nicht ganz. Mal gucken. Ah, wir sind nicht weit weg. Wir sind wirklich nicht weit weg. Das jetzt mit dem leichten Anstieg kombiniert. Da hinten sehe ich schon die. Ich sehe auf jeden Fall schon das Land. Fast. Das reicht nicht mehr ganz, glaube ich. Genau, der Rest ist Kosmetik, aber trotzdem will man es ja ordentlich machen. Ich kann da hinten sogar schon ein bisschen das KSC sehen. Vielleicht reicht es wirklich mit Ach und Krach zum Inselflughafen.
Good news, wir sind jetzt ein Segelflugzeug. F5. So. Wie gesagt, wir haben Fallschirme, wenn es schief geht. Da vorne ist die Landebahn. Das schaffen wir nicht mehr, glaube ich. Wie steil müssen wir gehen, um Geschwindigkeit zu gewinnen? Oder zumindest nicht langsamer zu werden? So. Das könnte hinhauen. Ja, okay. Ich glaube nicht. Das wird richtig knapp. Wir fallen doch ziemlich schnell runter. Da vorne ist die Insellandebahn. Es fehlt wirklich nicht viel. Genau, den Rest schwimmt sie. 3,5 Kilometer Höhe haben wir noch, die wir rausbleeden können. Aber das wird nicht reichen. Ich werde uns gleich auf eine vernünftige Geschwindigkeit runterbringen und dann bremse ich uns mit den Fallschirmen ab. Aber immerhin. Unser Experimentalflug hat es fast zurückgeschafft. Fast zurückgeschafft. Es fehlen. Was sind das? 5 Kilometer oder so? Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir eine Notwasserung hinkriegen mit der Kiste und wir dann sauber recovern können. Das wäre für Valentina sehr begrüßenswert, sonst muss Valentina nach einem Quickload aussteigen und mit dem Fallschirm fliegen. Also mit ihrem persönlichen Fallschirm. Mit dem Fallschirm fliegt sie auch jetzt schon. Sehr gut. Raumfahrzeug bergen. Ja, also die Kiste hat ein bisschen wenig Auftrieb gehabt tatsächlich. Wenn man da jetzt noch ein bisschen Auftrieb rangebracht hätte, wäre es sogar richtig gut geworden. Aber es war gut genug, um unseren Auftrag zu erledigen. Und jetzt kommen wir, nachdem ich jetzt mal mein ganz persönliches Tutorial zum Thema Flugzeuge bekommen habe, kommen wir jetzt mal zum Thema polarer Orbit. Ich habe immer mal wieder gefragt, die Frage gestellt bekommen in den anderen Tutorials, wie sieht es denn aus, wenn ich einen Satelliten in eine bestimmte Umlaufbahn bringen muss mit all diesen Werten? Und das machen wir jetzt mal. Der Satellit hat gewisse Parameter, die wir erfüllen müssen. Die müssen wir einmal bauen. Das machen wir jetzt und dann schießen wir den Satelliten hoch. Was man da gucken kann, ist immer, was ich euch empfehle. Ist so ein Octocore oder sowas schon zu haben. Mit dem Probedyne-Core, der kann halt gar kein SRS. Das macht nur so mittel viel Spaß. Den kann man auch fliegen. Das macht nur so mittel viel Spaß. So, baue eine Sonde ohne Crew mit Antenne und Stromerzeugung. Also, wir brauchen Antenne, wir brauchen Stromerzeugung. Wir brauchen eine Einheit für mysteriösen Schleim auf dem Satelliten und wir brauchen 10 Sekunden dann, die wir den Orbit halten. Guti, das kriegen wir alles hin. Ich würde jetzt der Form halber tatsächlich eine Wartungsbucht nehmen, in die wir das Ding hier reinplöppen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Zack. Dann können wir hier nämlich noch einen
eine Batterie oben drauflegen und das ganze Ding sieht ein bisschen schicker aus, auch mit einer Größe. Wir machen einen sehr einfachen Satelliten draus. Das heißt, wir nehmen jetzt hier, ja, der 400er ist wirklich eure Lösung für alles. Damit könnt ihr so weit fliegen, da könnt ihr im Zweifelsfall auch einen Satelliten in der Moon-Umlaufbahn platzieren. Aerodynamik machen wir oben, ein Pönübel oben drauf. So, und jetzt kommt der wichtige Part. Ihr müsst diese ganzen Anforderungen erfüllen. Also, wenn der sagt, ihr sollt Antennen haben, Antenne und Stromerzeugung, dann braucht ihr nicht losfliegen, ohne Antenne und Stromerzeugung zu haben. Ich nehme jetzt einfach mal zwei von denen hier mit und klappe die so nach oben rein. Das ist Geschmackssache. Eine tut es letzten Endes auch. Und ich nehme zwei von denen hier mit. Müssen wir nochmal gucken. Die machen wir einfach in die andere Richtung. So. Die sind nämlich schon passiv aktiv. Die sind übrigens nicht kombinierbar. Die habe ich eher so als Redundanzantennen. Die hier sind Relays und kombinierbar. Das heißt, die ergänzen sich in ihrer Reichweite. Diese Antenne ist nicht kombinierbar. Und Relay bedeutet immer auch, es kann andere Signale weiterleiten. Von daher habt ihr den Satelliten dann nicht umsonst, der kann dann gleich Funksignale weiterleiten. Und der muss Strom erzeugen können. Stromerzeugung sind zum Beispiel Photovoltaikmodule. Stromerzeugung sind aber auch Fuel Cells oder sowas oder später ein RTG. Wichtig ist, dass ihr sie dabei habt. Ich nehme jetzt einfach mal vier Stück mit. Vielleicht setzen wir die noch so, dass sie nicht die Antenne blockieren. So, vier Stück, fertig. Last but not least will das Ding Mystery Goo haben. Das kann man jetzt irgendwie hier drin noch mit reinfriemeln. Mal gucken, ob wir das mit reingesteckt bekommen noch. Oder ihr packt es irgendwo außen an den Satelliten ran. Das ist jetzt letzten Endes Geschmackssache. Wie gesagt, ich guck mal, ob der platzmäßig hier noch hinhaut. Ich denke mal schon. Mit WASD, Q und E könnt ihr diese Teile übrigens drehen. Na, geht das noch? Naja, mit viel gutem Willen. Ich schiebe sie ein kleines bisschen rein. Dann geht das. Also hier oben ist übrigens verschieben, falls es irgendjemand bis hierhin noch nicht mitbekommen hat. So, hoppla, nur so einen kleinen Müh. Da oben passt er auch dazwischen, weil da ja die Batterie ist. Und dann geht die Tür auch sauber zu. Schwupp. So, Tür zu, Satellit fertig. Jetzt machen wir da wirklich eine sehr einfache Rakete drunter. Faustregel ist auch hier wieder, ihr braucht ungefähr 3400 Delta V, um in den Orbit zu kommen, plus ein bisschen was. Wie ihr seht, hat dieses Ding alleine schon zu viel. Viel zu viele Delta V. Das heißt, wir müssen jetzt hier nicht nochmal eine riesen Rakete bauen, sondern wir bauen einfach das gleiche als Upper Stage nochmal unten ran. Also tatsächlich der Rea mit einem 400er. Und wir machen nochmal einen Decoupler ran. Und nehmen uns dann jetzt gleich einen 800er Tank mit einem entsprechenden Schwenkertriebwerk. So. Und dann haben wir, wenn wir auf Meereshöhe gucken, 1,41 Thrust Weight Ratio oder Schubgewichtverhältnis. Das heißt, wir sind positiv. Alles ist super. Und ich verkürze hier noch die entsprechenden Decouplings. Und wenn wir auf Vakuum gucken, sind weit über 5000 Delta V. Also es ist schon viel zu viel. Wir können ja eigentlich sogar oben sogar noch Sprit rausnehmen. Ich mache es jetzt nicht, weil es uns nicht wesentlich mehr kostet. Und was beim Fliegen sehr hilft, meiner persönlichen Meinung nach, sind halt einfach hinten so ein paar Flossen. Wenn ihr Canards habt, die steuern könnt, die steuern können, dann gerne auch die. Das Ganze nochmal unterstützt mit zwei Starthilfen. Und dann haben wir eigentlich schon mal ein sehr schönes Gefährt für den Anfang, mit dem wir losfliegen können. Und jetzt kommt ja die wirkliche Challenge, das ganze Ding in den richtigen Orbit stellen. So, das ist unser Polarsat One. Nicht One Two, sondern One. So. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Also, der Map View sagt euch schon mal relativ viel darüber, wie ihr wo und warum hinfliegen müsst. Okay? Der Polarorbit ist sogar eine der komplexeren Sachen jetzt, weil ihr ein paar Sachen beachten müsst, nämlich wo ihr seid und startet. Wenn ihr euch diesen Orbit anguckt, seht ihr eine Umlaufrichtung.
ihr seht eine Periapsis, ihr seht eine Apoapsis. So, und an denen könnt ihr euch eigentlich schon mal orientieren. Was wir jetzt machen müssen natürlich, um in den korrekten Polarorbit zu kommen, wir müssen den richtigen Startzeitpunkt abpassen. Wir müssen nämlich starten, wenn wir entweder auf dieser Seite unter dem Orbit sind oder auf dieser Seite unter dem Orbit. Je nachdem, wo wir dann sind. Also wir, Spoiler, Spoiler, Kerbin dreht sich in diese Richtung, werden auf dieser Seite starten. Und wenn wir auf dieser Seite starten, müssen wir nach Süden starten, okay? Wenn wir auf dieser Seite starten, nach Norden starten müssen, um die richtige Umlaufrichtung zu erhalten. Das gilt natürlich auch für Orbits in diese Richtung. Guckt euch an, in welche Richtung dieses Signal hier verläuft, dann erkennt ihr, in welche Richtung ihr in den Orbit einfliegen müsst. Daran solltet ihr euch halten, sonst zählt das nicht. So, ich mache jetzt mal einen Zeitraffer an, dass Kerbin sich an die richtige Position dreht für uns. Und das Einzige, was wir jetzt machen, ist ganz kleinen Tick, bevor wir unten drunter sind. Ganz kleinen Tick, weil wir haben eine Seitwärtsbewegung drin. So, das reicht. Werden wir jetzt nach Süden starten? Norden, oranger Pfeil. Süden. Das heißt, wir knicken diesmal nicht auf die 90 weg, wir knicken auf die 180 weg. Und das tun wir jetzt mit Vollschub. Auf geht's. So. Das heißt, wir machen auch wieder einen Gravity Turn, den wir einleiten, aber wir leiten den halt auf die 180 Grad ein. Und wir leiten ihn nicht ganz so stark ein, wie ich ihn gerade eingeleitet habe, weil ich nicht so viel kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht muss ich den Start gleich wiederholen, weil ich einfach den Start verpunkt habe. Ja, das war mein Fehler. Entschuldigt bitte. Den habe ich versaut, weil ich zu sehr gepitcht habe. So, wir gucken nochmal. Also, erstmal drehen wir die Startrampe unter unseren Startsektor drunter. Und dann fliegen wir so, als ob wir es ernst meinen und nicht, als ob wir noch nie eine Rakete geflogen sind. Also, knapp vorher. Zeitraffer stoppen. Und dann geht's los. Vollschub, SRS an. Und dann fliegen wir erstmal ein bisschen nach oben und nehmen Schwung, bevor wir unseren Gravity Turn einleiten. Weil wir ja auch irgendwo ankommen wollen und nicht flach über Kerbin hinwegfliegen und nach oben schon mal eine prinzipiell nicht falsche Richtung ist. So. Sobald wir ein bisschen Geschwindigkeit haben, gilt das gleiche wie immer. Leichter Gravity Turn einleiten. Aber eben leicht und nicht umknicken wie so ein Verrückter. So, und was wir jetzt schon mal gucken können ist, unsere Apoapsis, die wir anpeilen, ist 2.278.544 Meter. So, also 2.278 Kilometer hoch. Das heißt, wir können ein bisschen fliegen. Wir müssen Höhe gewinnen auf jeden Fall, damit wir in diesen Orbit einfliegen können, okay? Jetzt gucken wir mal, die Stage ist durch, dann ab auf die nächste. Ich hoffe, ich habe hier genug Thrust Weight. Oh ja, wird mit der Zeit werden. Ja, jetzt positiv, das ist gut. So, wir nehmen hier ein bisschen Fahrt auf. Ich korrigiere das jetzt auch schon mal, dass wir Richtung 180 Grad auch tatsächlich fliegen. Also tatsächlich in Richtung Südpol. Und lasse ihn währenddessen noch ein bisschen Höhe nehmen. Einfach weil wir jetzt stark untermotorisiert gerade fliegen. Dass wir da noch ein bisschen Abstand bekommen. Das sieht aber ganz gut aus. So. Und jetzt beschleunigen wir das ganze Ding mal raus in Richtung Umlaufbahn. Unser Ziel ist es jetzt quasi von hier erstmal auf diese Umlaufbahn zu kommen mit einer relativ weit rausgeschobenen Apoapsis und auf der Apoapsis dann den Rest zu machen. Und normalerweise ist das alles nicht so der Riesenstress. Wenn ihr auf Umlaufbahn umschaltet, seht ihr dann auch, wie stark ihr schon abweicht. Das kommt natürlich durch die Rotation ein bisschen zustande. Da müsst ihr ein bisschen gegen korrigieren. Das ist nicht wild, das ist nicht euer Fehler.
Das ist das, warum ich meinte, wir müssen ein bisschen vorher starten. Das ist halt einfach in der Natur der Sache, dass man nicht so ganz sofort diese Umlaufbahn treffen kann. Einfach weil wir eine gewisse, durch die Rotation von Körben, eine gewisse seitliche Geschwindigkeit nach Osten haben. So, die brenne ich da jetzt raus. Und gleich werden wir wahrscheinlich stagen müssen. Jawohl, werden wir. So, dann sind wir schon mit unserem Sat-Eliten unterwegs. So, wir sind jetzt auch fast im Weltall angekommen mit der Apoapsis. Das heißt, weiter geht's. So, und jetzt können wir erstmal ein bisschen flacher gehen und beschleunigen. Es gilt natürlich das Gleiche wie immer. Wir müssen erstmal eine Umlaufbahn aufbauen. Aber wir können jetzt natürlich dadurch, dass wir wissen, dass wir eh auf eine gewisse Höhe müssen, erstmal in aller Ruhe unsere Apoapsis schon mal hochdrücken. Schadet ja nicht. Wichtig ist nur, dass ihr auf dem Horizont zufliegt und nicht stumpf nach oben fliegt, weil dann kämpft ihr die ganze Zeit gegen die Gravitation und habt haufenweise Spritverluste. Das heißt, wenn eure Rakete halbwegs irgendwo ankommen soll, horizontal fliegen. Ne? Ganz leicht nach oben gegiert ist kein Problem, aber im Idealfall, so wie ich jetzt gerade, wirklich auf den Horizont ausgerichtet, 0 Grad Neigung. Wenn ihr euch das leisten könnt hier vorne, dann Vollgas. Ne? Weil nix kämpfen gegen Gravitation hilft sehr, vorwärts zu kommen. Denn jedes Grad Neigung, was ihr habt, verbrennt ein bisschen eures Sprits gegen die oder Körbengravitation in dem Falle. So. Achso, was man vorher hätte checken können, ist, ob ich an alles gedacht habe. Also, ist alles dran, so wie es aussieht. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir da hinkommen und 10 Sekunden lang stabil bleiben. Und natürlich jetzt nicht zu weit rausfliegen, das könnt ihr euch hier auch angucken. Und an irgendeinem Punkt werden wir hier diese Umlaufbahn mehr oder weniger gut treffen. Weniger. Ist aber auch nicht ganz so wild. So, wir gehen jetzt ein bisschen retrograd tatsächlich, um das gleich mal gegenzusteuern. Also, 1891 ist die eigentliche Apoapsis, die wir dann jetzt gerade haben wollen, weil das unsere Periapsis wird. Ein bisschen drunter, ist nicht so wild. So, jetzt driften wir da erstmal raus. Das ist der erste Anfang von der ganzen Geschichte. Also wir können jetzt hier mal ein Manöver hinzufügen, beziehungsweise hier ein Vorspulen. Ich bereite jetzt mal ein Manöver vor. Wir machen hier ein neues Manöver dazu, wo wir schon mal nochmal beschleunigen. Und uns zumindest mal so weit an die Sache ranschleichen, dass wir auf 2278 Apoapsis-Höhe kommen. Pi mal Daumen. So, da ist unser Manöver, da müssen wir hin. Ich spule mal ein bisschen vor. Das ist das Erste, was wir fliegen. Wichtiger Punkt für diese Orbits ist, ihr müsst die nicht zu 100% treffen. Je nachdem, wie hoch euer Schwierigkeitsgrad eingestellt ist, müssen die eine gewisse Exaktheit haben, aber er ist da ein bisschen nachgiebig. Wir werden das sehen, sobald hier das Häkchen erscheint, dass wir close enough sind. Aber der wichtige Punkt ist, ganz viele lassen sich halt immer von all diesen Zahlen verwirren. Ihr seht aber, wenn ihr die Map aufmacht, sobald ihr den Auftrag habt, seht ihr den Orbit eingemalt, orientiert euch an dem, was ihr da seht. Ihr müsst das nicht perfekt machen. Wenn ihr den halbwegs nah ranbekommt, dann wird er zählen. Und die optische Überprüfung ist oft sehr viel einfacher, als die ganzen Sachen hier, Längengrad des aufsteigenden Knotens und so weiter, nachzurecherchieren. Das ist nämlich gar nicht so simpel, das alles ordentlich hinzubekommen. Und jetzt fliegen wir einfach erstmal dieses Manöver, um in die richtige Umlaufbahn zu kommen. Und dann gucken wir mal, wie viele Korrekturen überhaupt noch nötig sind oder ob diese Annäherung schon ausreicht, um zu sagen, jawohl, wertet er für uns. Wertet er jetzt schon? Ich bin noch nicht mal richtig angekommen. Und wir haben schon das Häkchen gekriegt. So, und jetzt muss ich 10 Sekunden die Finger wegnehmen.
10 Sekunden können so fürchterlich lang sein, wenn man auf was wartet. Pada, fertig. Das war's. Wir haben den Satelliten platziert, wo er hin sollte. Jetzt können wir natürlich noch, damit er auch noch eine echte Aufgabe für uns hat, diese Antennen ausfahren. Dann haben wir hier schon mal einen schönen Relay-Satelliten. Und das war's. Das ist die ganze Magie, um so einen Orbit zu treffen. Guckt ihn euch auf der Map an. Das ist wirklich der größte Tipp, den ich euch da geben kann. Da ist alles sauber eingezeichnet, da ist die Rotationsrichtung eingezeichnet, da ist eingezeichnet, wie weit ihr raus müsst, wo ihr hin müsst. Und wenn da leichte Abweichungen drin sind, ist das alles trotzdem noch ziemlich okay. Das kriegt ihr alles. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt auch mehrere Grad Abweichungen drin gehabt. Meine Periapsis war nicht ganz an der richtigen Stelle, die war hier irgendwo. Meine Apoapsis war, glaube ich, hier unten, nee, hier und hier. Hier war Periapsis, hier war Apoapsis. Ich hatte irgendwie, ich würde sagen, so 2 bis 3 Grad abweichende Inklination drin. Trotzdem alles cool. Trotzdem alles cool. Das Mystery Goo ist eigentlich keine Science mehr, weil ich den Mystery Goo schon gemacht habe. Also wahrscheinlich hat er noch so ein bisschen Rest-Science, aber dafür müsste ich sie jetzt zurückbringen. Ist nicht geplant. Von daher alles gut. Das war nur, um die Missionsanforderungen zu erfüllen. Mission accomplished. Wundervoll. So. Und ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt. Meine nächste Mission, ich guck mal rein, ist nämlich eigentlich jetzt das Docking am Moon. Ich habe jetzt noch eine knappe halbe Stunde. Das ist, glaube ich, ein bisschen sportlich, ein komplettes Moon-Docking noch anzufangen. Und ich will da nicht mit euch durchpreschen, wie nichts Gutes. Also, wir haben als nächsten Auftrag ein Rendezvous zweier Raumfahrzeuge auf einer Umlaufbahn um Moon. Das werden wir machen. Und ich weiß nicht, ob wir dann direkt danach das Docking machen dürfen. Ich werde auf jeden Fall alles darauf vorbereiten, dass wir das auch machen können. Das heißt, wir werden uns mit zwei Raumfahrzeugen im Moon Orbit treffen und wenn es die Karriere. Ach nee, wir müssen zurückfliegen, ne? Nee, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Wir müssen nicht zurückkommen. Das heißt, wir haben vielleicht die Chance, dass wir das da erledigen können und noch ein Docking danach direkt machen. Das heißt, im nächsten Teil, ich hoffe mal nächstes Wochenende, dass ich dann wieder dazu komme, werden wir uns sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Thema Rendezvous und Docking, beschäftigen. Da gerne auch eure Fragen. Ich werde mir da viel Zeit nehmen, das auch nochmal sehr, sehr detailliert zu erklären. Ich hoffe heute, die Moonlandung hat euch ein bisschen geholfen, die Flugzeuge haben euch geholfen. Ich hoffe in letzter Instanz auch diese Satellitennummer, weil dieses mit den Satelliten und spezifischen Orbits, die Frage kam ziemlich oft. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen eine Hilfestellung geben.